Das kann schon mal passieren. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, um gemeinsam mit mir zu kochen. Heute kochen wir. Ich bin Heike von kinderkochkurs.com. Ich zeige euch, wie bereits kleine Köche und kleine Bäcker großartige Gerichte kochen und feine Leckereien backen können. Und auch heute sind wieder ganz viele Kinder aus der ganzen Welt uns zugeschaltet. Ein paar Kinder, ungefähr 25 Kinder, sind uns per Zoom zugeschaltet und die Kinder sehe ich hier auch auf einem Bildschirm. Und? Hallo, liebe Zoom-Kinder! Seht ihr mich und hört ihr mich gut? Hallo! Hallo! Oh, ich höre euch auch. Macht mal Daumen hoch, ob ihr mich hört. Ja, hallo! Super! Hallo! Das funktioniert ja super! Liebe Zoom-Kinder, ihr, euch sehe ich und euch höre ich. Ich hoffe, ihr seht mich auch gut und ihr hört mich auch gut. Ich würde euch bitten, dass ihr während des Kochkurses euren Ton immer ausschaltet, damit auch alle gut was verstehen. Und immer wenn ihr eine Frage habt, dann schaltet ihr einfach den Ton wieder ein und vielleicht sagt ihr mir kurz euren Namen und was ihr für eine Frage habt und dann schaltet ihr wieder aus. So verstehen wir alle am besten. Und dann haben wir wieder ganz viele hunderte Kinder, die uns über Facebook zuschauen. Hallo liebe Facebook-Kinder! Schön, dass ihr da seid, um mit mir heute gemeinsam zu kochen. Die Zoom-Kinder haben irgendwie noch den Ton an. Es wäre super, wenn ihr den Ton ausschaltet. Das wäre ganz klasse, damit mich auch die Facebook-Kinder gut hören können. Denn die Facebook-Kinder, die kann ich zwar leider nicht sehen und leider nicht hören, aber ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen und ihr könnt mich auch gut hören, wenn Facebook und die Leitung gut klappt heute. Also ich hoffe, das klappt. Ihr könnt mir aber trotzdem auch eure Fragen stellen und ihr könnt mir auch Kommentare und Herzchen und Daumen hoch schicken und zwar im Kommentarfeld. Da freue ich mich immer, denn ich sehe das nämlich hier so auf so einem kleinen Bildschirm. Ich sehe hier auch schon, daher kommen schon ganz viele Herzchen und Daumen hoch. Und ich weiß auch, dass wieder ganz viele Kinder aus der ganzen Welt zuschauen. Letztes Wochenende, da haben sogar Kinder aus Island zugeschaut. Ich glaube, die Isländer schauen auch heute wieder zu. Ich schicke mal ganz einen besonderen Gruß nach Island, denn in Island, da haben wir erstmal auf unserer Landkarte schauen müssen, wo Island überhaupt ist. Und das ist nämlich ganz oben im Norden. Also das ist ja voll kalt bei euch sicher. Wir kochen aber heute nicht was Isländisches, also ich weiß auch gar nicht, was es in Island zu essen gibt, sondern wir reisen gemeinsam kulinarisch nach Tizian? Mexiko. Mexiko, genau. Und der Tizian, der eine oder andere kennt ihn schon. Der Tizian ist heute mein Assistent, denn der Tizian, der ist nämlich der Guacamole- und Avocado-Experte. Und der Tizian geht mir heute ein bisschen zur Hand, damit wir unser Gericht auch gut umsetzen können. Und wenn keiner mehr eine Frage hat, würde ich gleich mal zeigen, was wir heute kochen. Denn wir haben nämlich heute volles Programm. Denn heute müssen wir ja das Abendessen für unsere Familie kochen. Und da haben wir einiges auf dem Programm. Deswegen legen wir auch gleich los. Ich zeige euch mal, was wir heute kochen. Also ich habe hier immer so Rezeptkarten. Vielleicht habt ihr die auch ausgedruckt. Das ist immer ganz praktisch. Ich mache die dann immer in so eine Folie, damit sie auch nicht schmutzig werden. Und da kann man dann immer ein bisschen spicken. Und zwar kochen wir heute. Einmal kochen wir Fitness Wraps. Also hier seht ihr dann immer so auf meinen Rezeptkarten so ein Bild. Also so soll es dann anschließend aussehen. Dann haben wir hier auf der Seite die einzelnen Zutaten, die wir für unser Rezept brauchen. Und wenn wir das umdrehen, findet ihr auf der Rückseite die einzelnen Schritte, damit wir dieses Rezept umsetzen können. Und wenn ihr das dann im Nachgang nochmal nachkochen wollt, dann könnt ihr das dann anhand der einzelnen Schritte nochmal nachkochen. Und dann haben wir, also das ist unser erstes Rezept. Dann haben wir noch Nacho-Chips, die wir machen. Ich muss allerdings zugeben, ich habe vergessen, das Rezeptblatt auszudrucken. Aber hier sieht man es auch. Hier sieht man es ein bisschen, hier diese Nacho-Chips. Also vielleicht seid ihr ein bisschen besser vorbereitet wie ich und ihr habt euch das Rezeptblatt ausgedruckt. Wobei das Rezept für die Nacho-Chips, das ist super einfach, da brauchen wir gar kein Rezeptblatt.
Dann machen wir zu unseren Nacho-Chips und zu unseren Fitness-Wraps machen wir heute zwei Soßen. Und eine davon ist ganz was Besonderes und zwar Guacamole heißt es. Also ein ganz verrückter Name. Und das Besondere bei der Guacamole ist, dass hier Avocado drin sind. Und ich weiß, viele Kinder haben noch nie Avocado gegessen. Das ist praktisch heute Premiere. Auch bei der Guacamole findet ihr hier wieder so ein Rezeptbild. Hier die einzelnen Zutaten und auf der Rückseite die einzelnen Schritte. Da ist auch erklärt, wie man eine Avocado überhaupt öffnet, damit wir die essen können. Das ist dann die Guacamole. Und dann machen wir noch einen Eiwa-Dip. Das ist auch ganz lecker. Den können wir dann für unsere Nachos hernehmen. Oder wir nehmen den her für unsere Fitness-Wraps. Genau. Ich würde auch vorschlagen, wir legen gleich los. Und zwar kann uns vielleicht der Tizian mal kurz erklären, wir haben heute ganz viele Zutaten. Wenn ihr mal guckt hier, da seht ihr schon so eine Menge Zutaten. Vielleicht kann der Tizian mal kurz erzählen, was wir hier alles für Zutaten jetzt erstmal für unsere Fitness-Wraps haben. Tizian, was haben wir denn hier zum Beispiel? Das sind so, wie heißen die? Tortilla-Fladen. Tortilla-Fladen. Richtig. Also wir haben so Tortilla-Fladen und diese Tortilla-Fladen, das ist ganz lustig. Also wir haben hier mal ein bisschen größere und die sind so ganz gelb. Also wenn die bei euch auch so gelb sind, dann sind die so aus Weizen, Maismehl hergestellt. Und dann haben wir so ein bisschen kleinere, die sind aus Weizenmehl hergestellt. Also egal, ob ihr kleine oder große habt, das ist vollkommen egal. Die passen beide. Also so Tortilla-Fladen sind es. Dann haben wir hier jede Menge Gemüse. Was haben wir denn hier alles? Karotte, Salat, Lauch, große Tomate und kleine Tomaten. Tomaten, jawohl. Tomaten. Dann Gurke haben wir hier, genau. Und Paprika. Dann haben wir hier noch Zutaten für unsere Fitness-Wraps. Schinken, also das ist Puten. Wir haben jetzt Putenschinken. Ihr könnt aber den Schinken nehmen, den ihr am liebsten habt. Dann haben wir hier Frischkäse. Das ist Käse. Genau. Und Mais. Maiskörner, genau. Das sind alle Zutaten, die wir für unseren Fitness-Wrap brauchen. Jetzt gucken wir mal kurz, welche Zutaten wir für unsere Guacamole brauchen. Tizian, schau mal, das sind die Zutaten hier. Also Salz, Pfeffer, zwei oder eigentlich nur eine Avocado, genau. Also auf jeden Fall Avocado, eine Zitrone, also eine halbe. Genau, entweder eine Zitrone oder, was ist das hier? Eine Limette. Limette. Eine Limette, genau. Limette brauchen wir. Dann, was haben wir hier noch für Gemüse? Das ist Tomate und Knoblauchpulver. Genau, das ist Knoblauchpulver. Und dann haben wir noch für unseren Eiwa-Dip. Was brauchen wir da? Das ist? Das weiß ich nicht. Ah, das ist Eiwa, das heißt so. Okay. Dann haben wir hier Honig. Dann haben wir hier ein bisschen Joghurt. Und hier das Weiße, das sieht so ähnlich aus wie Joghurt. Das seht ihr auch hier auf unserem Blatt hier. Das ist Schmand, heißt es. Also man braucht gar nicht viele Zutaten für unseren Dip und der wird super lecker. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir alle Zutaten, die wir nicht brauchen, die räumen wir jetzt erstmal zur Seite, damit wir hier gut Platz haben und gut arbeiten können. Und wir starten heute als erstes mit dem Eiwa-Dip. Also das sind die Zutaten. Das heißt, alle anderen Zutaten räumen wir mal kurz zur Seite und machen uns ein bisschen Platz. Jawohl, prima. Das hier lassen wir hier. Genau, so. Und dann. So, alle Kinder, die bei mir schon mal im Kochkurs waren, die wissen jetzt auch gleich, was jetzt der erste Schritt ist, wenn es mit Kochen losgeht. Ich frage mal kurz meine Zoom-Kinder, wer von den Kindern, oh, die Nina, die ist gleich mit dem Finger ganz hoch, die weiß es schon. Nina, schalt mal dein Mikrofon ein. Sag mal, was ist denn der erste Schritt bei einem Kochkurs oder beim Backkurs? Sag's nochmal laut. Hände waschen. Genau, Nina war schon oft dabei, super. Hände waschen. Also, alle Kinder, die noch nicht die Hände gewaschen haben, die flitzen mal kurz zum Waschbecken und waschen sich mal ordentlich die Hände mit Seife. Das könnt ihr auch ganz alleine, da braucht ihr auch gar nicht Mama und Papa dabei. Denn Mama und Papa oder je nachdem, welcher Erwachsene gerade bei euch in der Küche steht, die können sich jetzt in der Zwischenzeit mal behilflich machen, bevor wir sie dann aus der Küche rausschmeißen. Und zwar können die den Ofen vorbereiten. Denn für unsere Nachos brauchen wir später den Backofen und der muss auf 140 Grad vorgeheizt sein
Ober- und Unterhitze, damit wir später unsere Nachos reinschieben können. Und es ist so, der Ofen, der wird ja heiß und da kann man sich wirklich auch verletzen und verbrennen. Deswegen ist es immer gut, dass das mit dem Ofen dann immer ein Erwachsener macht. Also den Ofen vorheizen, die Sachen in den Ofen reinschieben und auch wieder rausholen. Da holen wir einen Erwachsenen um Hilfe. Alles andere bekommen wir super gut allein hin. Jetzt gucke ich mal, liebe Facebook-Kinder, gebt mir mal Bescheid, seid ihr wieder da? Macht mal Daumen hoch, dass ich weiß, ob ihr wieder da seid. Und liebe Zoom-Kinder, zeigt mal eure Hände, sind die sauber? Ich guck mal, ob die Zoom-Kinder ordentlich Hände gewaschen haben. Romy sehe ich, ja sauber, super. Sabine, Julien, Inara sehe ich, jawohl. Also bei den Zoom-Kindern sind die Hände ziemlich sauber. Also die können, glaube ich, mal loslegen. Hat noch jemand eine Frage oder irgendwas zu sagen? Wenn nicht, dann legen wir jetzt einfach mal los. Und zwar brauchen wir als erstes eine Schüssel. Und zwar in der Schüssel, da rühren wir jetzt gleich unseren Eiwa-Dip an. Und der geht super einfach. Also der ist rucki-zucki fertig. Das ist gleich das Erste, das wir machen. Tizian, du darfst jetzt mal loslegen. Also der Eiwa-Dip, hier ist das Rezept. Wer es sich vor sich hinlegen will, kann sich es vor sich hinlegen. Als erstes, Tizian, nehmen wir jetzt mal das Eiwa. Genau. Weißt du, was Eiwa ist? Nö. Nö. So, Eiwa. Also sieht so orange aus. Ich zeige es noch mal kurz. Seht ihr das? Das ist so orange so. Und das gibt es auch scharf und mild. Also wir haben jetzt die milde Variante. Und so Eiwa, das kommt so aus dem südeuropäischen Raum. Und das ist so Paprikapaste mit bisschen Avocado, sage ich schon. Mit bisschen... Jetzt fällt es mir Melanzane, jetzt fällt es mir nicht ein. Aubergine drin. Das ist dann so gekocht und so püriert und das ist voll lecker. Das müsst ihr mal probieren. Also das ist Eiwa. Und wer so Eiwa nicht hat, der kann auch so ganz normale Paprikapaste oder auch Tomatenmark nehmen. Und wer das auch nicht hat, der, da habe ich noch einen besonderen Tipp, der kann Currypulver stattdessen nehmen. Das wird dann eben ein Curry-Dip. Also ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr einen Curry-Dip macht, dann nehmt ihr so einen Teelöffel voll Currypulver oder eben so Eiwa. Aber so Eiwa ist echt lecker, würde ich mal probieren. Tizian, du darfst es jetzt mal gleich in die Schüssel reingeben. Richtig. Das Ganze, jawohl. Prima. So, also wir haben da hier so den Spatel. Alle alten Hasen bei mir im Kochkurs wissen schon, was das ist und wie wir den nennen. Das ist entweder ein Spatel oder ein Gummimambo. Der Gummimambo ist immer ganz praktisch, da kann man das so rauskratzen. Der Tizi kann das jetzt auch mal hier so sauber machen. So, prima. Jawohl. Ich glaube, das passt. So, und zu unserem Eiwa. Oh. Da, hier spritzt es gleich rum. Zu unserem Eiwa darfst du jetzt gleich mal den Joghurt dazugeben. Mit dem oder? Ja. Wie du willst, genau. Also das ist so ganz normaler Naturjoghurt. Den dürft ihr auch gleich mit dazugeben. So, super. Prima. Und dann geben wir noch dazu unseren Schmand. Also der Schmand, wenn ihr mal guckt, das ist so ein bisschen fester. Das sieht aus wie so eine Creme. Seht ihr das? Das ist Schmand, heißt das. Das ist auch voll lecker. Den darf der Tizian jetzt auch gleich mal dazugeben. Schwuppdiwupp, jawohl, prima. Und dann... Wie viel so, jetzt Joghurt? Hat jemand, jemand hat eine Frage von den Zoom-Kindern. Wer hat eine Frage? Wir. Ja. Theresa. Wie viel Joghurt? Wie viel Joghurt? Also ich habe jetzt hier 100 Gramm stehen. Also wir haben hier so kleine Gläschen. Das ist so ein kleines Gläschen voll. Oder ein halber Becher von so einem kleinen Joghurt, so ein halber Becher. Also 100 Gramm ungefähr. Aber es geht nicht so genau, also so ungefähr 100 Gramm. Und jetzt wollen wir unseren Dip, jetzt ist er ja noch so ein bisschen kräftig, würzig, nach Paprika und Aubergine. Und jetzt verfeinern wir den, dass er so eine bisschen süße Note hat. Das ist voll lecker. Und was geben wir dazu, Tizian? Was ist das? Honig. Honig, genau. Also Tizian gibt jetzt mal den Honig dazu. Und zwar geben wir dazu 2 Esslöffel Honig. Schau mal, willst du den Gummimambo nehmen? Super. So, und ich wiederhole jetzt dann auch gleich nochmal, was wir alles schon für Zutaten in unserem Dip drin haben. Also momentan ist es ja noch kein Dip, aber gleich. So, das sieht doch gut aus. Jetzt gucke ich mal schon, liebe Facebook-Kinder, sagt mir mal, klappt das bei euch? Ich wiederhole gleich auch nochmal, also bei den Zoom-Kindern,
Macht mal Daumen hoch oder Daumen runter oder Daumen quer. Ah, ich sehe schon die ersten, der Florian und die Antonia. Der Florian hat schon probiert. Ich glaube, der hat den Honig probiert. Hat es denn geschmeckt, Florian? Sagen wir doch mal, ihr habt ja super coole Mützen auf. Also ihr seht es jetzt leider nicht, aber ich sehe es. Der Florian und die Antonia, die haben so richtige Chefkochmützen auf. Das finde ich ganz große Klasse. Super! So, jetzt würde ich vorschlagen, ich erzähle noch mal kurz, was wir bisher gemacht haben und was jetzt bei euch in der Schälchen drin sein sollte. Und ihr macht mit mir den Check, ob ihr alle Sachen drin habt. Und bis dahin sind dann, glaube ich, auch alle fertig und dann können wir weitermachen. Also wir checken jetzt mal alle zusammen, okay? Also, wir haben, Tizian hat jetzt in das Schälchen hineingegeben, als erstes das Eiwar, also das ist diese rote Paprikapaste. Dann hat er dazu gegeben Joghurt, wir haben hinzugegeben Schmand und das waren jeweils 100 Gramm, also 100 Gramm Joghurt, 100 Gramm Schmand. Dann haben wir jetzt hinzugegeben 2 Esslöffel Honig, also ungefähr, das könnt ihr selbst entscheiden. Denn ihr seid ja heute die Chefköche. Das heißt, nicht Mama oder Papa entscheiden, wie wir das würzen. Nee, nee, nee. Heute haben die Kinder das Regiment in der Küche und ihr könnt entscheiden, ob ihr einen Löffel Honig rein wollt oder eineinhalb oder eben 2 Esslöffel Honig. Ihr könnt es selbst entscheiden. So, das haben wir jetzt alles drin. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Das haben wir. Wir haben hier so eine Mühle. Also da mühlen wir mal so 2-3 Mal rein. Ihr könnt aber auch so einen halben Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Pfeffer mit dem Teelöffel reingeben. So, also ich zeig mal kurz, wie es bei uns jetzt ausguckt. Jetzt guckt mal, so sieht es bei uns aus. Also jetzt ist alles so drin, es sieht jetzt noch nicht ganz so lecker aus. Aber jetzt geht's rum. Wir haben jetzt hier so einen, wie heißt der? Rührstab. Rührstab oder Schneebesen, also so ein Schneebesen. Und mit dem Schneebesen rühren wir jetzt das alles durcheinander. Das darf der Tizian jetzt mal machen. Und zwar am Anfang erstmal ganz langsam und vorsichtig, damit hier nicht gleich alles rumfliegt. Und dann kannst du ruhig ein bisschen fester rühren. Jetzt gucke ich mal schnell bei den Zoom-Kindern. Julian rührt ganz... Oh, Julian habe ich, glaube ich, schon mal bei mir im Kurs gesehen. Julian, kann das sein? Kennen wir uns schon? Ja, ich kenne doch meine Kinder, die alten Hasen. Super! Ich freue mich immer, wenn ich Kinder wieder sehe. Der Magnus rührt auch ganz kräftig. Und der Magnus hat auch eine tolle Mütze auf. Auch so eine tolle. Und die Clara rührt wie verrückt. Also die Zoom-Kinder rühren alle wie verrückt. Das sieht schon sehr gut aus. Die Familie Hoselin, da hilft der Papa auch mit. Finde ich auch. Oder macht die Tochter das alleine? Ja, super. Also bei den Zoom-Kindern sieht es schon ganz gut aus. Wie klappt es denn bei den Facebook-Kindern? Ich muss mal kurz meinen Assistenten fragen. Haben wir denn Feedback? Klappt es bei den Facebook-Kindern? Ja, sieht gut aus. Kommen viele Daumen hoch. Ja, kommen mit. Passt alles. Also es passt. Also wenn ich zu schnell bin, dann müsst ihr es sagen, weil euch höre ich ja nicht. Dann schreibt ihr einfach langsamer. Dann bin ich wieder langsamer. Also ich zeige euch jetzt mal kurz, wie es bei uns aussieht. Wow, ich finde, das sieht schon echt cool aus. Und die Farbe ist voll super. Also das ist voll lecker. Und wer möchte, der kann jetzt auch mal probieren. Und zwar machen wir die Chefkochprobe. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erklärt habe. Ich zeige euch jetzt mal, wie die Chefkochprobe geht. Dazu brauchen wir 2 Löffelchen. Denn wir könnten jetzt auch einfach mit den Fingerdruck rein und so probieren. Das kann man natürlich auch machen. Aber wenn man Gäste hat, die Gäste wollen ja euer Spucki nicht in der Soße drin haben. Deswegen ist es immer gut, wenn man für andere Leute auch kocht, dass man dann nicht so mit dem Finger reingeht, sondern dass wir die Chefkochprobe machen. Und die Chefkochprobe geht folgendermaßen. Man nimmt praktisch einen Löffel, mit dem man nur in das Gefäß reingeht, also der nicht bei uns im Mund landet, so, und holt so ein Stückchen aus dem, ich zeige es mal bei der Nähe so, und holt hier so ein Stückchen raus. Und dann haben wir noch einen zweiten Löffel, mit dem wir dann auch probieren können und der zu uns in den Mund reinkommt. Und mit dem können wir dann probieren, ob es denn auch wirklich schmeckt. Also unseres schmeckt schon ganz gut. Ich finde nur, es fehlt noch ein bisschen Salz. Also Tizian, wenn du willst, darfst du noch ein bisschen Salz reinmachen. Und dann noch einmal. Also zweimal wurde kommentiert, etwas langsamer. Okay, ich mache noch etwas langsamer. 2 Kommentare habe ich, dass ich ein bisschen langsamer bin. Ich mache ein bisschen langsamer. Tizian rührt nochmal durch. Und jetzt sehe ich meine Zoom-Kinder gerade nicht mehr. Sind die noch da? Die sind irgendwie kurz weg. Aber ich denke, ihr hört und seht mich noch. So,
Und das, wie flüssig soll es sein? Ja, das ist schon ziemlich flüssig. Also jemand fragt, wie flüssig es sein soll. So, ich zeige euch mal kurz, wie unseres jetzt gerade aussieht. Achso, Entschuldigung, Heike, ich habe Zoom mitgeschaltet. Genau, also mein Assistent hat mir gerade meine Zoom-Kinder geklaut. Ich sehe jetzt meine Zoom-Kinder gerade nicht mehr. Aber die kommen sicher gleich wieder. In der Zwischenzeit, jetzt sind meine Zoom-Kinder wieder da. Prima. Ich zeige euch mal kurz, wie flüssig. Also bei uns sieht es so aus. Also das ist schon ziemlich flüssig. Aber das ist genau richtig. Also das ist schon mal der erste Dip, den wir fertig haben. Und jetzt gucke ich mal kurz. Liebe Zoom-Kinder, wie sieht es denn bei euch aus? Hat denn schon mal jemand probiert und kann mal so entweder Daumen hoch? Oh, die Lena und der Felix, da sieht es super aus bei euch. Klasse. Linja und Linus, die machen auch. Ah, Lenzi und Lack. Na, Leni, Lack. Leni, hallo, grüß euch. Bei euch sieht es auch gut aus. Die Theresa und die Mina sieht gut aus. Also ich sehe, bei den Zoom-Kindern sieht es schon ganz gut aus. Jetzt will ich aber mal wissen, hat denn schon mal jemand probiert, ob es auch schmeckt? Gebt mir mal Feedback. So oder so oder so. Also die Inara, die macht so. Die Inara war, glaube ich, auch schon mal bei einem Kochkurs dabei. Kann ich mich erinnern. Die Emma macht so. Die Romy macht so. Dann sind zwei Mädchen, da steht nur iPad dort. Aber ich glaube nicht, dass die iPad heißen. Also da weiß ich jetzt leider nicht, wie die heißen. Ein Mädchen hat eine Brille. Aber ich grüße euch trotzdem mal. Und bei euch schmeckt's, habe ich gesehen. Ihr habt Daumen hoch gemacht. Super. Wollt ihr noch was sagen? Wollt ihr mir eure Namen verraten? Macht mal das Mikro an, dann höre ich euch. Habt ihr schon genau. Jetzt. Charlotte, Maila. Die Maila und die Charlotte. Hallo Maila, hallo Charlotte. Ich grüße euch. Habt ihr denn schon probiert, ob es schmeckt? Ja. Super. Also schau mal, und so einfach ist es. Unser erster Dip ist fertig. Den können wir jetzt gleich zur Seite stellen. So, ich stelle den jetzt mal kurz zur Seite. Und dann geben wir die Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Wir hatten aber auch kein Pulver. Kein Pulver, Merle. Oder wer ist es? Die Sabine? Nee. Ja, also ich heiße eigentlich Laura. Ich die Mama heißt meine Mama über den Namen. Genau, die Laura sagt gerade, sie hatte nicht alles. Aber ich glaube, Laura, das kriegt ihr trotzdem super hin. Vielleicht könnt ihr es ja mit Currypulver oder so machen. Das schmeckt auch voll lecker. Probiert es einfach mal aus. Ja. Wenn ihr soweit seid, dann würde ich empfehlen, oder würde ich vorschlagen, wir machen jetzt gleich unseren zweiten Dip. Stellt euch vor, so schnell sind wir. Aber wir warten auf alle Kinder, keine Sorge. Wir holen jetzt bloß mal kurz die Zutaten her. Und zwar für unseren ganz besonderen Dip, unsere Guacamole. Also das ist schon so ein ganz lustiger Name. Tizian, du darfst mal die Sachen von der Guacamole holen. Das sind die hier. Alles? Ja, alles her zu mir. Jawohl. So, und jetzt gucken wir mal. Denn für die Also das Ei war, wir essen das ja in ungefähr einer Stunde, da müsst das nicht unbedingt, jemand fragt, ob wir das Ei war in den Kühlschrank geben müssen. Da müsst es jetzt nicht unbedingt im Kühlschrank geben. Wenn allerdings Mama oder Papa sowieso hier rumschwirren und nichts zu tun haben, dann können sie das auch in der Zwischenzeit in den Kühlschrank geben. Das könnt ihr natürlich machen, aber wenn ihr es jetzt dann sowieso esst, dann müsst es nicht unbedingt. Wenn allerdings von eurem Ei war was übrig bleibt, dann schütten wir das natürlich heute Abend nicht weg, sondern wir tun es dann in irgendein Gläschen oder irgendeine Schüssel und machen einen Deckel drauf. Und dann könnt ihr es im Kühlschrank also noch 2 oder 3 Tage gut aufheben und die nächsten Tage dann verwenden. So, Tizian, jetzt geht's ans Eingemachte. Was haben wir hier? Zitrone. Und Avocado. Das hier? Avocado. Was sagst du zum Thema Avocado? Magst du Avocado oder ja, nicht? Auf jeden Fall. Findest du lecker oder nicht? Ja. Ich weiß nämlich, der Tizian, der steht voll auf Avocado. Der mag nämlich Avocado gern. Ich habe von einigen Mamas gehört, Kinder mögen gar keine Avocado. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass Kinder keine Avocado mögen. Ich glaube, viele Kinder haben es entweder noch nie probiert oder die Avocado war noch nicht ganz reif. Jetzt will ich mal von meinen Zoom-Kindern wissen, wer hat denn schon mal von euch Avocado gegessen? Hat denn jemand schon mal Avocado gegessen? Ah, ich habe noch nie Avocado gegessen. Und hat es geschmeckt? Avocado gegessen. Ja, also bei den Zoom-Kindern sind einige Kinder dabei, die schon mal Avocado gegessen haben und die auch sagen, dass es schmeckt. Ich habe schon mal Avocado gegessen. Du hast auch schon mal Avocado gegessen. Ja, also ihr seht, es gibt ganz viele Kinder, Avocado gegessen. Die Lena und der... Avocado
Avocado-Dip gegessen. Das war Felix, lecker. Du hast Avocado-Dip gegessen. Das war sicher auch so Guacamole, wie wir es machen. Aber wir machen heute die leckerste Guacamole auf der ganzen Welt, denn wir machen die nämlich selber und dann schmeckt es ganz besonders lecker. Jetzt ist es so, also so eine Avocado ist immer so eine Sache, denn die schmeckt nämlich nur dann richtig lecker, wenn die auch reif ist. Und man merkt es immer dann, also wir haben hier eine, die ist noch ganz fest, die ist noch nicht so richtig reif. Hat noch jemand eine Frage von den Zoom-Kindern? Nee. Dann rede ich kurz weiter. Ich erzähle euch nämlich kurz was über die Avocado. Wenn die reif ist, dann ist die so ein bisschen weich. Also man merkt es so. Und wenn man jetzt eine Avocado hat wie die hier, die ist noch nicht so ganz reif, dann kann man die einfach in eine Tüte geben und dazu entweder einen Apfel, eine Banane oder Tomaten legen und dann über Nacht oder 2 Tage in der Tüte lassen. Dann reift es die Tomate oder so, die geben so Gase ab und dann reift die Avocado nach. Das ist voll ein cooler Trick. Aber die hier, die müsste reif sein. Also wir werden es jetzt gleich sehen, wenn wir sie aufmachen. Weiß, und der Tizian, der erzählt uns jetzt mal, wie wir sie aufmacht. Aber ganz, du musst ganz laut reden, dass die Kinder dich auch hören. Also so in der Mitte, so hochkant. Genau, so. Genau. Also wir müssen die jetzt guckt ihr mal alle erstmal zu, wie der Tizian das macht. Wir müssen die so hochkant schneiden, heißt so. Genau, am besten ist es, genau, warte mal Tizian, darf ich mal kurz, bloß einmal kurz yes. sagen. Am besten ist, wenn er das sogar mit dem Tunnelgriff macht, seht ihr das? Hier so den Tunnelgriff und dann schneidet er mal in die Avocado rein und ihr werdet merken, da drin ist dann der Kern, also man kommt da nicht ganz durch, sondern man muss dann so drehen und man dreht dann die Avocado so rum. So, der Tizian darf jetzt mal weitermachen. So, jetzt schneiden wir einmal rundherum, genau. So. Ja, die ist reif. Unsere ist reif, also unsere sieht gut aus, aber wir werden es gleich sehen. So, also wir schneiden jetzt einmal der Länge nach, also der Länge heißt so, also der Länge nach die Avocado. Seht ihr das? Und jetzt muss man so... Viele schreiben, sie versuchen zum ersten Mal Avocado. Und sind gespannt. Viele Kinder versuchen es zum ersten Mal. Und jetzt kommt nämlich der Trick. Jetzt guckt mal ganz genau zu. Der Tizian dreht jetzt die eine Hälfte in die Richtung und die andere Hälfte in die andere Richtung. Guckt mal genau zu. Gluck! Wow, super! Und unsere ist super reif. Also, und da seht ihr dann, hier ist der Kern... Also so sieht jetzt, hier ist die eine Hälfte und wenn sie so schön gelb innen ist und die ist auch so ein bisschen weich, dann hat sie genau die richtige Konsistenz. Oh, bei Leni sehe ich schon, bei dir hat es geklappt. Leni, bei dir hat es geklappt? Super, hast du es aufgeschnitten oder die Mama? Wer hat es aufgeschnitten? Du selber? Super, das sieht super aus. Hier schreibt gerade jemand, Fun Fact, Avocados sind Beeren. Oh, jemand, oh, ich lerne immer noch was dazu. Irgendjemand erzählt gerade, wer war das? Die... Dilly. DIY Micha ist die da. Micha erzählt mir gerade, dass Avocados Beeren sind. Das wusste ich gar nicht. Super, danke für den Hinweis. Also, ihr seht, ich lerne immer noch was dazu. So, jetzt haben wir hier eine Hälfte. Hier ist der Kern schon heraus. Und jetzt haben wir noch eine zweite Hälfte. Da müssen wir jetzt den Kern rausholen. Den könnt ihr jetzt einfach so rauspicken, wenn es geht. Oder es gibt dann noch einen lustigen Trick. Man kann einfach mit dem Messer so reinhacken und dann so gegen den... Ah, der geht jetzt gar nicht. Okay, dann heben wir es so raus. Da fragt jemand, ob es schlimm ist, wenn es etwas braun ist. Nein, also. Jetzt fragt einer, ob es schlimm ist, wenn es innen ein bisschen braun ist. Es ist so, die Avocado, wenn ganz reif ist oder vielleicht sogar schon ein bisschen überreif ist, dann wird die innen ein bisschen braun. Ich muss gestehen, also ich bin ja immer gegen Lebensmittelverschwendung, denn die kann man dann trotzdem noch essen. Es sieht vielleicht nicht mehr ganz so super toll aus, aber man kann sie immer noch essen. Also die könnte, wenn sie natürlich jetzt ganz schwarz innen ist, also dann schmeißt er sie weg. Aber wenn es nur so einzelne braune Flecken hat, dann könnte sie gut verwenden. Okay. Ich habe eine Frage. Jemand hat eine Frage. Die Leni hat eine Frage. Ja, frag mal. Ist es auch okay, wenn die Avocado, bei uns ist die ganz weich. Ah, Leni, wenn die weich ist, dann ist das super. Dann ist das nämlich genau richtig. Also am besten ist, wenn die Avocado so ganz weich ist, da, die soll die Konsistenz fast wie Butter haben. So ganz wie so Butter, die man aus dem Kühlschrank nimmt. Dann ist es eigentlich perfekt. Und jetzt erzähle ich euch mal meinen Trick. Das ist nämlich auch ein cooler Trick. Da müsst ihr jetzt mal mir versprechen, dass ihr erstmal zuguckt, wie ich das mache. Und dann könnt ihr es nachmachen. Wie wir die Avocado nämlich jetzt lustig schneiden, damit wir gleich lustige Würfel haben. Also, dazu brauchen wir ein Schälchen. Das stellen wir jetzt mal hier hin. Dann nehme ich hier unser Messer, das wir haben. Und jetzt passt mal auf. Jetzt haben wir hier die Avocado. Jetzt nehme ich das Messer. Also wir stechen jetzt nicht zu tief rein. Und ich schneide jetzt so der Länge nach, bis ich merke, okay, hier bin ich am Boden der Avocado angekommen. So, dann schneide ich hier nochmal.
Und hier, also ich schneide jetzt so der Länge nach, dann drehe ich die Avocado und schneide in die Richtung. Seht ihr das? So. So, und jetzt, ihr seht es vielleicht, jetzt haben wir hier so ein Spider-Man-Gitternetz in der Avocado. Seht ihr das? Hier sind lauter so Gitter. So, und jetzt nehme ich meinen, so einen Löffel, also so einen Esslöffel, gehe hier vorne rein und hole das hier so raus, seht ihr? Und damit habe ich automatisch hier so einzelne Würfelchen. Das ist doch voll der coole Trick. Also ich finde den Trick super. Also ich finde den echt klasse. Und somit hat man nämlich rucki zucki die Avocado hier aus der Schale. Und die könnt ihr dann auch so ein bisschen auskratzen. Und übrig, der Tizian darf das jetzt auch mal testen, natürlich. Und übrig bleibt dann hier so eine Schale. Also mit der kann man nichts mehr machen. Die schmeißen wir weg. Aber mit dem Kern, da können wir doch ein lustiges Experiment machen. Das erzähle ich euch gleich. Jetzt gucken wir mal kurz dem Tizian nochmal zu, ob das bei Tizian klappt. Also wir schneiden erst der Länge nach rein. Genau, prima. Und dann drehst du um. So, und jetzt so quer. Und dann machst du wieder so. So, genau, bis du unten am Boden der Avocado angekommen bist. Genau, prima. Und dann kannst du den Löffel nehmen und das einfach so aushöhlen. Und dann müssten eigentlich die einzelnen Würfelchen automatisch rausplumpsen. So. Jawohl, super. Ah, sieht sehr gut aus. Jawohl, klasse. Das sieht gut aus. Also hier klappt es. Jetzt gucke ich mal schnell. Also bei Theresa und Mina klappt es auch. Da sehe ich auch schon Würfelchen. Ja, jetzt zeigt mal, bei wem klappt's denn? Hat denn jemand mal einen Daumen für mich? Also entweder Daumen runter oder Daumen hoch. Oh, da sehe ich schon. Da kommen schon die ersten Daumen hoch. Bei Elias und Lilly klappt's. Bei Romy klappt's. Bei Familie Bela klappt's. Bela? Genau, klappt's. Aber ihr wisst genau, wen ich meine. Die Clara macht den Daumen hoch. Mika und Sophia, Anna, Lena und Philipp klappt's. Also bei den Zoom-Kindern sieht es gut aus. Jetzt will ich aber auch wissen, liebe Facebook-Kinder, sagt mir mal, klappt es mit den Avocado-Würfelchen, mit dem Rauskratzen? Klappt es? Hat es geklappt? Also hier kriege ich ein paar Herzchen. Ich sehe ein paar Herzchen fliegen. Vielen Daumen hoch. Gut. Also vielen Daumen hoch. Also ich glaube, ihr seid jetzt alle soweit. Also schaut mal, so sieht es jetzt bei uns aus. Hier ist die Avocado drin. So, und jetzt zeige ich euch noch einen lustigen Trick. Also jetzt haben wir hier diesen Avocado-Kern. Den könnt ihr natürlich jetzt einfach wegschmeißen. Das könnt ihr machen. Oder ihr macht so, dass ihr Zahnstocher nehmt und macht später, wenn wir fertig sind mit dem Kochen, hier rundherum so Zahnstocher, also so zwei, drei Zahnstocher rein. Und dann, Moment, schwuppdiwupp, dann nehmt ihr ein Glas und füllt da Wasser rein und stellt den Avocado-Kern so ins Wasser. Und dann stellt ihr den Avocado-Kern aufs Fensterbrett und wartet, am besten so zwei Wochen oder drei Wochen, und ihr müsst immer wieder Wasser reingeben, damit der untere Teil von dem Avocado-Kern unter Wasser ist. Und wenn ihr das macht, so zwei, drei Wochen, dann treibt oben ein Avocado-Bäumchen auf und dann könnt ihr euch ins Zimmer einen Avocado-Baum pflanzen. Also da wachsen dann keine Avocados dran, aber es wird eine ganz tolle Zimmerpflanze. Also das ist ein toller Trick für langweilige Corona-Zeiten, dass ihr euch euren eigenen Avocado-Baum züchtet. So. Jetzt machen wir aber mit unserer Guacamole weiter. Also mit den, die Avocados, die sehen schon mal gut aus. Jetzt müssen wir unsere Avocados noch zerkleinern. Da könnt ihr jetzt entweder so einen Kartoffelstampfer dafür nehmen. Also so einen haben viele zu Hause. Oder wir machen es ganz einfach mit so einer Gabel. Hast du vor? Genau, und die können wir so zerdrücken. Das geht super. Ich will eine Sache machen. Was willst du machen? Das ist ein Stückchen. Der Tizian will mal eine probieren. Also unsere Tizi, gib mal Feedback, schmeckt's? Also ihr könnt natürlich auch mal probieren, wie so Avocado schmeckt. Also das steht aber nicht auf der Rezeptkarte. Nee, das steht nicht auf der Rezeptkarte, dass man probiert. Aber man darf immer probieren. Also es gehört jetzt dazu. Und wenn die so ganz reif ist, dann schmeckt die Avocado so nach Butter und so cremig. Also eigentlich schon ganz lecker. Aber dazu muss sie ganz reif sein. Das ist wichtig, denn wenn sie noch so hart ist, dann schmeckt sie eher bitter. Dann ist sie nicht ganz so lecker. Also Tizi zerknatscht jetzt mal die Avocado. Zeig mal her. Das geht schwer. Geht schwer, aber du kriegst es hin. Wir können auch den Kartoffelstampfer. Ich kann dir auch den Kartoffelstampfer holen. Moment, wir holen mal den. Jawohl. So. So, also dann drück mal mit dem Kartoffelstampfer. Also Tizi meint, er will lieber den Kartoffelstampfer. Das können wir natürlich auch machen. Das geht besser. Also wir machen es jetzt mit dem Kartoffelstampfer. Wie sieht es denn bei euch aus? Magnus, sag mal, klappt es bei euch?
Ja, der Magnus mit der Mütze. Mach mal Daumen hoch, Daumen runter. Ja, Magnus, klappt es? Super, bei das ist doch klappt. Klappt auch bei Ole und Oskar klappt es auch. Super. Bei uns klappt es auch. Ich sehe schon, also die Kinder sind irgendwie schneller wie wir. Bei uns klappt es auch. Ich sehe schon. Oh, bei Theresa. Bei uns klappt es auch. Ja, ich sehe schon, die ersten Kinder sind schon fertig mit Zerknatschen. Und hat denn schon mal jemand Avocado probiert, ob es auch schmeckt? Ja, einige haben es schon probiert. Also bei den Zoom-Kindern haben schon einige probiert und denen schmeckt es auch. So, also wir sind jetzt auch fertig mit Zerknatschen. Also wie ihr die zerdrückt, ob ihr die so ganz fein zerdrückt oder ob ihr, wir haben jetzt hier noch so ein paar Stückchen drin, das liegt an euch. Denn wie gesagt, ihr seid ja heute die Chefköche. Ihr entscheidet, ob ihr es so ganz fein haben wollt und so ganz cremig oder ob ein paar Stückchen drin sein dürfen. Also wir mögen es lieber mit so ein paar Stückchen. Das finde ich immer ganz toll. So, Avocado abgehakt, da sind wir schon mal fertig. Die stellen wir jetzt schon mal zur Seite. Jetzt haben wir noch so Tomaten, die Kirschtomaten. Also wir haben jetzt so 3 Stück. Also ihr könnt selber wieder entscheiden, wie viel ihr rein wollt. Die geben wir dann auch noch zu unserer Guacamole dazu. Und die müssen wir, wenn wir die jetzt so im Ganzen, wäre das ein bisschen groß. Deswegen schneiden wir auch die Kirschtomaten. Und wir, also unsere sind jetzt so groß, guck mal, also so. Und wir wollen die vielleicht, ja, ich würde sagen, wir vierteln die. Das heißt, wir nehmen wieder das Messer mit dem Tunnelgriff. Dann stechen wir hier rein, drücken das Messer nach unten, drehen die Tomate einmal um, drücken wieder rein, drücken wieder nach unten. Und dann haben wir schon mal 2 Hälften. Dann legen wir die Hälften wieder auf die Arbeitsfläche, machen wieder den Tunnelgriff, damit wir uns nicht in die Finger schneiden, also den Tunnelgriff. Nehmen mit dem Messer, gehen wir hier hin, schneiden einmal nach unten, drehen die Tomate um, schneiden dann hier nochmal nach unten und dann haben wir hier 2 Teile und das machen wir jetzt hier bei der anderen Tomate genauso. So, und dann haben wir 1, 2, 3, 4 Hälften. Also ich glaube, die Größe ist in Ordnung. Ihr könnt es aber so schneiden, wie ihr wollt, in der Größe. Wenn ihr sagt, ihr wollt es ein bisschen kleiner haben, könnt ihr es auch kleiner machen. Also wir machen jetzt so Viertel und geben die dann gleich zu unserer Tomate dazu. Das darf der Tizian jetzt mal machen. Ich mache gleich ganz. Du machst gleich ganz. Okay, super. Liebe Zoom-Kinder, wie sieht's aus? Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Alexander stampft noch ganz fleißig. Prima. Liebe Facebook-Kinder, klappt es bei euch mit dem Tomatenschneiden? Also wenn ich zu schnell bin, gebt mir einfach wieder Feedback. Aber wir warten, dass jedes Kind fertig wird. Also kein Stress. Wir sind auch gut in der Zeit. Also wir haben jede Menge Zeit. Das sieht gut aus. Jawohl, die gebe ich schon mal rein. Ich habe eine Frage. Ja, jemand hat eine Frage. Müssen wir die Tomaten kleiner oder nur in Hälften schneiden? Florian, das darfst du selber entscheiden. Hast du noch eine Tomate? Darf ich mal sehen, wie groß deine Tomate ist? Zeig mal. Also wir haben richtig kleine. Dann glaube ich, reicht, wenn du sie halbierst, Florian. Wenn du, zeig mal, ich sehe sie gar nicht. Ah ja, du, ich glaube, die reicht, wenn sie halbierst. Aber das darfst du selber entscheiden, Florian. Du bist ja der Chefkoch, hast ja auch die Chefkochmütze auf. Also du entscheidest, ob ja, du die... Ja, auch. Ja, genau. Also ihr müsst jetzt das, du musst es mit deiner Schwester dann abmachen, ob ihr sie noch mal das kleiner macht. Nicht meine Schwester, sondern meine Freundin. Mit deiner Freundin. Also mit der Antonia musst du das jetzt ausdiskutieren, ob ihr sie nur halbiert oder viertelt. Also das dürft ihr selber entscheiden. Aber ich glaube, es wird bei deinen Tomaten auch halbieren reichen. So, wir sind hier schon fertig. So, ich zeige jetzt mal kurz, wie unsere Guacamole jetzt bisher aussieht. Also, ich erzähle auch nochmal ganz langsam, dass alle Kinder nachkommen, was wir bisher gemacht haben. Also, wir haben die Avocado, die wir da sieht, die haben wir so in der Mitte so bis zum Kern rundherum geschnitten und dann so gegeneinander gedreht, damit wir 2 Hälften haben. Dann haben wir den Kern rausgenommen und haben mit dem Messer dann so ein Gitter in die Avocado reingeschnitten und haben dann mit dem Löffel so kleine Würfelchen rausgeholt. Somit haben wir dann schon hier die ganzen Avocado-Würfel gehabt. Das war schon ganz praktisch. Dann haben wir erst mit der Gabel, das hat nicht so gut funktioniert, dann haben wir den Kartoffelstampfer genommen und haben unsere Avocado so zerstampft, dass das hier so ein bisschen so cremig geworden ist. Und da darf jeder entscheiden, wie fest er das stampfen will, ob er es noch ein paar Stückchen haben will oder ob er es ganz fein haben will. Dann haben wir unsere Tomaten genommen und die haben wir, also unsere waren ungefähr so groß, deswegen haben wir unsere geviertelt,
Wenn ihr sagt, ihr habt kleinere Tomaten, dann reicht es vielleicht, wenn ihr die nur in der Mitte durchschneidet und die Tomaten halbiert. Also so weit sind wir jetzt mal. Jetzt gucke ich mal, liebe Kinder, liebe Zoom-Kinder und liebe Facebook-Kinder. Jetzt müsst ihr mir mal kurz Feedback geben, ob ihr so weit seid. Oh, die Romy zeigt mir ihren schon. Die ist schon so weit. Ja, also bei den Zoom-Kindern sehe ich schon, das sieht schon voll lecker aus. Also ich sehe das schon. Da sieht es gut aus. Wie weit sind denn die Facebook-Kinder? Sind die auch schon fertig? Ah, da kriege ich auch viele Daumen hoch und Herzchen. Also ich glaube, es sind langsam alle fertig. Ich mache mir ganz langsam weiter. Ich glaube, es kommen dann noch alle nach. Und zwar wollen wir ja jetzt unsere Guacamole noch ein bisschen würzen. Und zwar so ein bisschen mit so Säure. Der Tizian, der hat hier Avocado im Gesicht. Ich glaube, der Tizian hat probiert. Tizian, du darfst dich jetzt entscheiden. Also ihr könnt jetzt selbst entscheiden, ob ihr mit, wir haben hier Zitrone, also Zitrone, glaube ich, das kennt jeder, das ist die gelbe hier, oder so original mexikanisch ist auch, wenn man so, so eine grüne Limette nimmt. Also die grünen, das sind Limetten, die schmecken ähnlich, aber doch ein bisschen anders wie die Zitrone. Ihr dürft, Tizian darf entscheiden. Ja, jemand hat eine Frage. Ich habe einen Tipp. Weil wenn man mit Messern so Punkt reinsticht, ganz tief in die Zitrone, dann kann man das einfach so rausdrücken. Das ist ein guter Tipp. Wer war das jetzt? Habe ich es nicht gesehen? Zoe. Die Zoe. Ah, Zoe. Die Zoe war auch schon mal dabei. Ich weiß es. Oder Zoe, du warst schon mal bei meinem Kochkurs. Es kommt ein Facebook-Kommentar. Der Bub hat ja was am Mundwinkel. Aber das, nee, das hast du noch. Ah, der Bub, der hat da was am Mundwinkel. Der Bub kann sich mal kurz schnell waschen. Schau mal, der Bub flitzt mal schnell und wascht sich mal kurz drüben ab. Unser Tizian hat was am... So, also, dann erzähle ich mal kurz. Wir nehmen vielleicht mal die Zitrone, okay? Und zwar wollen wir so, wir geben ungefähr so 2 Esslöffel Zitrone in die Guacamole rein. Guck mal. Also, und dazu nehme ich jetzt einfach mal den Esslöffel, so. Und gebe den hier so hinein, so. Also einen und 2. Also bei mir ist jetzt hier so ein Kern mit reingefallen, so. Schwupp, den holen wir raus. Prima, und geben den rein. So, also das könnt ihr jetzt auch wieder selbst entscheiden, wie viel Zitronensaft ihr oder Limettensaft ihr rein wollt. Im Rezept stehen 2 Esslöffel voll Zitronensaft oder Limettensaft eben. Denn der Limettensaft, der gibt, oder Zitronensaft, der gibt zum einen, gibt der dem der Guacamole so einen leckeren Geschmack, so ein ganz frisches Aroma. Und zum anderen, so Zitronensaft, der hilft auch, dass die Guacamole nicht braun wird, dass die nicht anläuft. Das ist auch praktisch, wenn ihr jetzt so eine halbe Avocado noch übrig habt und die in den Kühlschrank reinlegt, dann wäre es ganz gut, dass ihr die dann oben so mit Zitronensaft einreibt. Dann wird die nämlich nicht braun von der Luft. Also das ist ein ganz toller Tipp. Tizian, gib noch ein bisschen Limettensaft rein, das kannst du machen. Was, wenn man keine Tomaten hat? Wenn man keine Tomaten mag, oder keine Tomaten hat, fragt jemand, was macht man dann? Dann macht er einfach Guacamole ohne Tomaten. Das geht natürlich auch. Das schmeckt vielleicht dann nicht ganz so frisch wie mit Tomaten, aber man kann Guacamole auch ganz toll ohne Tomaten machen. So, der Tizi macht schon weiter, der kennt das Rezept schon. Und zwar, was müssen wir jetzt machen? Mischen. Einmal gerade mischen, sagt der Tizi. Genau, also wir mischen jetzt einmal alles ganz kräftig durch. Jawohl, super. Prima. Jawohl, und dann können wir auch schon würzen. Also im Rezept steht drin so ein halber Teelöffel wieder Pfeffer und ein halber Teelöffel Salz. Das geben wir jetzt rein. Und dann geben wir so Knoblauchpulver haben wir drin. Also man könnte jetzt auch frischen Knoblauch reinmachen, aber oft ist das ein bisschen unangenehm, weil wir kochen ja die Guacamole nicht. So roher Knoblauch, das ist nicht jedermanns Sache. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch frischen reinnehmen. Wir nehmen jetzt einfach so Knoblauchpulver, seht ihr so? Das ist so getrocknet und so gerieben, das gibt es einfach so zu kaufen. Und da geben wir so, ja, bei uns ist es so ein halber Teelöffel. Den geben wir rein, den darf der Tizian jetzt einfach reingeben. So, schwuppdiwupp, prima. Und dann auch gleich mit Salz und Pfeffer würzen. So. Ja, schmeckt nicht. Also roh schmeckt so Knoblauchpulver jetzt nicht, hat der Tizian gerade festgestellt. So, jawohl, prima. Schau mal, und du darfst den Gummimambo vielleicht nehmen. Und da geht es am besten dann wieder
zum Durchrühren. Da schreibt jemand, bei ihm ist der Saft aus der Tomate raus, als er sie geschnitten hat. Bei irgendjemand ist der Saft aus der Tomate raus? Ja, das passiert. Also dann nimmst du einfach das Brettchen, wenn der ganze Saft von der Tomate raus ist, und schüttest den Saft mit in deine Guacamole rein. Das ist bei den Tomaten, die jetzt so aus dem Süden kommen, ist es oft so, dass die immer ganz viel Saft verlieren. Deswegen gibt es auch einen Trick. Man kann nämlich seine Tomaten für den Sommer auch selbst anpflanzen. Und wenn man selber Tomaten hat, die verlieren nicht so viel Saft. Und ich pflanze nämlich die Woche meine Tomaten für diesen Sommer. Aber das erzähle ich euch nochmal in einem extra Post bei Facebook. Jetzt schauen wir mal kurz zu unserer Guacamole. Das sieht nämlich voll lecker aus. Guckt mal her. So sieht unsere Guacamole aus. Also das ist auch genau richtig. Der Tizian darf jetzt auch sich ein Löffelchen holen und mal den Probiertest machen, ob es schmeckt. Und vielleicht müssen wir dann noch ein bisschen nachwürzen, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ist jetzt gucke ich mal. Ja, jemand hat eine Frage. Hat jemand eine Frage? Nein, aber ich sehe bei den Zoom-Kindern, da sehe ich schon, bei der Clara sehe ich schon Guacamole, die sehr lecker aussieht. Wer ist noch fertig? Ist noch ein Zoom-Kind schon fertig? Die Nina ist schon fertig, sehe ich. Das sieht auch gut aus. Jawohl, da kriege ich noch einen Daumen hoch. Romy ist fertig, Laura ist fertig. So, iPad von Sabine ist fertig. Lena und Felix, wie sieht's aus? Seid ihr fertig? Jawohl. Oh, sieht gut aus, sieht gut aus. Also, unsere ist jetzt schon fertig. Tizian, probiert mal kurz. Tizian, probier mal, ob es schmeckt. Also bei uns schmeckt's gut. Bei euch schmeckt's gut. Also bei den Zoom-Kindern, da sind schon ein paar, haben schon mal probiert. Und ich glaube, Tizian schmeckt's auch gut. Tizian, mach mal Daumen hoch, Daumen runter. Also Tizian macht auch Daumen hoch. Also bei Tizian schmeckt's auch gut. Also unsere Guacamole ist so richtig. Müssen wir noch irgendwas nachwürzen? Würdest du noch irgendwas mit Salz und Pfeffer oder Zitrone oder würdest du lassen? So lassen. Also wir lassen unsere so. Unsere ist okay. Aber ihr könnt eure, wie gesagt, ihr seid die Chefköche. Ihr probiert selbst und ihr schmeckt selbst ab, ob vielleicht noch ein bisschen Zitrone reingehört oder vielleicht noch ein bisschen Salz. Wobei Salz kann man später immer noch reinmachen. Also lieber ein bisschen weniger Salz und jetzt erstmal ein bisschen weniger Salz und später nachwürzen. So, liebe Facebook-Kinder, gebt mal Feedback. Seid ihr schon soweit? Erste Frage. Zweite Frage, sieht's gut aus? Dritte Frage, habt ihr schon probiert und schmeckt's? Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich da Feedback höre. Bekomme ich da was zu hören von meinen Facebook-Kindern? Viele Likes. Oh, viele Likes. Also das heißt Thumbs up. Also Daumen hoch, sieht glaube ich gut aus. Also jetzt sieht's glaube ich schon mal nicht schlecht aus. So, dann räumen wir mal, Tizian. Die Sachen brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Willst du die mal rüberräumen? Yes. Und dann schaue ich mal kurz. Ich guck mal kurz, wie weit die gehen. Hier muss man etwas Koriander und Daumenzucker dazu. Ah, jetzt kommen die Profi-Tipps. Haha, von Facebook kriege ich gerade die Profi-Tipps. Also jemand hat jetzt noch Koriander und braunen Zucker dazugegeben. Das ist natürlich die Profiliga, der das macht. Denn wirklich in echte Guacamole, da gehört immer noch Koriander rein. Koriander, das ist so ein Gewürz, so ein Kraut. So, sieht so aus wie Petersilie, schmeckt aber ein bisschen anders. Und ich weiß, Koriander, das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Also das muss man schon, das mag, ich mag es total gerne. Also ich liebe Koriander, aber ich weiß, viele Leute lieben es nicht. Deswegen habe ich es weggelassen. Aber wenn jemand das mal probieren will und so eine echte Guacamole machen will, der macht tatsächlich noch ein bisschen Koriander mit rein. Vielen Dank für den tollen Tipp. Das war ein super toller Tipp. So, jetzt brauche ich mal Feedback von allen Kindern. Von den Facebook-Kindern und Zoom-Kindern. Ihr müsst mir jetzt mal Daumen hoch geben, wenn ihr soweit seid. Und wenn ihr sagt, wir können weitermachen. So, wir können weitermachen. Können noch. Wir können weitermachen. Wir können weitermachen, sehe ich gerade. Super. Also bei den Zoom-Kindern, die können weitermachen. Bei den Facebook-Kindern kriege ich auch gerade Feedback. Also ich sage jetzt mal kurz nochmal, bevor wir weitermachen, was wir jetzt schon alles gemacht haben. Wir sind nämlich echt super in der Zeit. Also ich glaube, wir werden viel zu schnell fertig, weil wir heute so gut sind. Wir haben heute schon gemacht unseren Eiwa-Dip fertig. Haken dahinter, gecheckt, der ist fertig. Dann haben wir schon fertig unsere Guacamole, die ist auch schon fertig. Haken dahinter, gecheckt, die ist auch schon fertig. Das heißt, wir können unser Rezept für die Guacamole zur Seite legen und das Rezept für den Eiwa-Dip, das legen wir auch gleich zur Seite.
Jetzt bleiben nur noch übrig unsere Fitness-Wraps und unsere Nachos, bei denen ich vergessen habe, das Rezept auszudrucken. Bevor wir aber jetzt weitermachen, wäre es wichtig, dass wir hier wieder mal klar Schiff machen. Das heißt, wir räumen alle Sachen, die wir jetzt nicht mehr brauchen, zur Seite. Ich habe mir jetzt hier mal so ein Haushaltspapier geholt und tu mal das Brettchen so ein bisschen sauber machen und auch die Arbeitsfläche. Denn es ist immer wichtig, dass man zwischendurch immer auch mal wieder aufräumt, damit wir uns hier wieder gut auskennen und damit alles ordentlich ist und damit Mama und Papa später nicht so fest schimpfen, wenn hier so ein Riesenchaos ist. Deswegen räumen wir zwischendurch immer mal ein bisschen auf. Das ist ganz super. Und wir räumen uns dann auch schon die Sachen her, die wir für unseren Fitness-Wrap brauchen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. So. So, Tizian, du darfst mal die Sachen schon mal her. Das Gemüse brauchen wir noch. Das hier und die, das hier dürfen wir auch. So. Also, jetzt geht's an die Fitness-Wraps. Also, unsere Fitness-Wraps, das ist voll lecker, denn, und ich finde das Rezept einfach voll super, denn ihr seht selber, für unsere Fitness-Wraps, da haben wir ganz viel frisches Gemüse und ganz viel leckere Zutaten, so wie die Maiskörner oder den Putenschinken. Das sind aber von mir jetzt nur Vorschläge. Ihr könnt die Wraps immer nach den Zutaten, die ihr gerade zu Hause im Kühlschrank habt, natürlich auch ändern. Ihr könnt anstatt Putenschinken auch Schweineschinken nehmen, ihr könnt Salami nehmen, ihr könnt auch so Käsescheiben nehmen, ihr könnt anderes Gemüse nehmen. Also einfach so ändern nach den Sachen, die ihr zu Hause habt und was euch am besten schmeckt. Also das finde ich nämlich so super an den Wraps. Und das Tolle an den Wraps ist auch, wir müssen die eigentlich jetzt dann nur ganz viel schnippeln und schneiden. Und wenn wir das geschnitten haben, nur alles einrollen und dann sind wir schon fertig. Und wir starten auch gleich. Wir haben dazu so einen Gemüseschäler, so einen Sparschäler heißt der. Seht ihr den? Und mit dem starten wir jetzt dann auch gleich. Und zwar mit den Karotten. Also wir legen vielleicht mal die anderen Sachen so ein bisschen zur Seite. So. Und zwar die Karotten. Da machen wir jetzt lauter so Karottenstreifen. Haben die Zutaten schon durchgegangen? Ja, die Zutaten haben wir ja gerade vorhin. Also ich glaube, die Zutaten müssen wir gar nicht nochmal durchgehen. Wir blenden sie nochmal ein, genau, weil wir sind sie ja gerade vorhin schon durchgegangen. Ich würde euch aber jetzt zeigen, wie wir die Karotten schneiden, denn wir schneiden die jetzt mit dem Sparschäler, damit wir lauter so Spaghetti, so Karottenspaghetti bekommen. Das ist voll lustig. Und zwar machen wir das so, wir nehmen die Karotte an einem Ende, setzen dann mit dem Sparschäler hier in der Mitte so an und ziehen einfach so nach unten. Und dann können wir auch von Zeit zu Zeit mal drehen. Seht ihr das? So. Und dann entstehen da lauter so einzelne Spaghetti-Streifen. So. Und so machen wir jetzt die einzelnen Streifen runter, bis von der Karotte fast nichts mehr da ist. Also das darf jetzt bei mir, wenn der Tizi will, der Tizian machen. Genau, einfach nach unten. Jawohl, super. Und dann immer wieder mal drehen. Das sieht doch klasse aus. Ich glaube, das kriegen auch alle Kinder ganz gut hin. Die Ida, super Ida, du machst es klasse. Die Mama hilft ein bisschen. Klasse, schau mal, die Karotte an der einen Hälfte. Genau, ja klasse. Ich sehe, du machst es prima, Ida. Ist ganz toll. Die Romy, immer auf die Fingerchen aufpassen. Deswegen ist es wichtig, dass man sie auf der einen Seite festhält und immer von den Fingern wegschneidet. Also wirklich mit dem Schäler von der Seite dann wegschneidet. Das sieht gut aus. Sollen wir so lange schälen, bis nichts mehr von der Karotte da ist? Genau. Jemand fragt gerade oder hat schon geschnitten, bis nichts mehr von der Karotte da ist. Also am Schluss ist es dann immer ein bisschen schwierig, dass es dann, weil es dann schon so klein ist, das könnt ihr dann auch zur Seite legen und später so zusammenknabbern vielleicht. Aber letztendlich so viel, bis von der Karotte nichts mehr da ist. Ach so, alles? Eigentlich alles, also genau. Also die Karotte ist nicht mehr da? Nee, genau. Muss man die Wraps warm machen und später? Genau. Also jemand fragt, ob wir die Wraps warm machen. Wir machen die Wraps heute nicht warm, sondern wir machen heute kalte Küche. Also wir essen die tatsächlich heute kalt. Damit bleiben auch die Vitamine am besten erhalten. Aber wer will, kann natürlich auch Wraps machen, die er dann anschließend noch in eine Auflaufform gibt und für so 10 Minuten in den Ofen. Dann würde ich allerdings keinen frischen Salat dazugeben. Aber das könnt ihr auch machen. Aber wir machen es, haben es heute eigentlich vorgesehen, ohne den Ofen, sondern ganz
frisch. So, ich gebe jetzt meine Karotten, seht ihr das? Das sind jetzt lauter so einzelne Streifen. So, und die gebe ich jetzt schon mal so in ein Schälchen. So, prima. Also das ist ganz lustig hier. Sieht aus wie Spaghetti-Salat. So, ich glaube, Tizian, die reichen auch. Ein paar. Okay, du machst mal fertig. Ist nichts mehr da heiß. Ich brauche mal Feedback. Klappt das mit dem Abschälen von den Karottenstreifen? Ich glaube, das passt. Oh, so ein, bei Mina und Theresa kriege ich so einen Halbdaumen. Also es klappt so halb. Okay. Ah, die Theresa, die macht aber, es gibt einen großen Daumen. Super. Klappt's gut oder klappt's nicht? Gib mal Feedback. Klappt gut. Aber manchmal liegt es auch an dem Schäler. Also wenn man so einen doofen Schäler hat, dann klappt es oft nicht so gut. Also dann braucht er mal einen guten Schäler. Denn oft liegt es nicht an den Kindern, sondern an so einem doofen Schäler. Wenn man einen doofen Schäler hat, dann klappt es oft auch nicht so gut. Aber ich glaube, ihr kriegt das alle gut hin. Liebe Facebook-Kinder, klappt es bei euch? Habe ich ein Feedback, ob das klappt mit dem Schälen? Ich glaube schon, oder? So, Tizian, ich glaube, das reicht. Schau mal, gib's mal rein. Ach, nichts mehr ist da. Genau. Also bei uns sieht es jetzt aus so, also wie so ein Pfeil. Also unsere Karotte sieht da vorne aus wie so ein Pfeil. Also die lassen wir jetzt so, die lassen wir uns später schmecken. Oder vielleicht hat jemand einen Hasen oder ein Meerschweinchen, das kann er dann dem Hasen geben. Also wir geben das jetzt mal zur Seite. Das schreibt jemand, wir neben den Spiralschneider, um zu machen. Jemand hat noch einen tollen Tipp. Der hat so einen Spiralschneider daheim. Also ein Spiralschneider ist auch ganz ein tolles Kücheninstrument. Also ich habe auch so einen, das ist ganz super. Da kann man die Karotte so einspannen und dann so drehen. Und dann entstehen ganz lange Spaghetti. Das ist natürlich super, wenn man sowas hat. Mit dem funktioniert es auch gut. Also, jetzt sind unsere Karotten fertig. Und das ist auch, ihr könnt auch mal probieren, das ist voll lecker. So Karottenspaghetti. Die kann man auch so ganz toll snacken. Das ist ein ganz leckerer und auch gesunder Snack. Also das ist super. Und dann geht es auch schon weiter. Und zwar, also keine Panik, wer noch nicht fertig ist, wir warten später. Ich mache jetzt nur deswegen weiter, weil wir jetzt mit der Gurke weitermachen. Und bei der Gurke, da machen wir einfach genau dasselbe wie mit der Karotte. Das heißt, wir halten die Gurke an einem Ende fest, nehmen den Schäler und schneiden so einzelne Streifen runter. So. Supp. Schweiz bei der Gurke. Genau. Das geht bei der Gurke ein Stück weit, denn innen bei der Gurke, seht ihr das, da ist hier das Kerngehäuse. Also wenn ihr jetzt hier außenrum alles weggeschabt habt, dann seid ihr irgendwann mal bei dem Kerngehäuse. Das kann man dann nicht mehr so gut schälen. Das müsst ihr dann zur Seite legen, das könnt ihr wegwerfen. Oder wie gesagt, dem Meerschweinchen oder den Hasen verfüttern, die freuen sich auch drüber. So, Tizian, du darfst weitermachen. Das wird auch lecker sein. Oder ihr könnt es so aufessen. Ja, natürlich, ihr könnt es auch aufessen. Also, weil ich mag die Kerne ganz gern. Ich esse die auch so, aber ich weiß, dass einige Leute das nicht so gern mögen. Wollen wir auch machen, bis die Gurke nicht mehr da ist? Also, was können wir dann noch machen? Nicht so schnell. Also, wenn die Gurke, also dass nichts mehr von der Gurke da ist. Genau, so. Aber es ist so, Theresa, wenn du das bis, die Theresa fragt hat, ob wir es da auch so machen sollen, bis nichts mehr von der Gurke da ist. Du wirst gleich sehen, wenn du jetzt in der Mitte von der Gurke bist, da kommt dann so, wird so wabbelig, da kann man dann gar nicht mehr gescheit schälen, weil da sind dann diese Kerne und die sind in so ganz viel Flüssigkeit, da kann man nicht mehr so richtige Scheiben dann schneiden. Das kannst du dann zur Seite legen, das kannst du dann entweder so essen oder wegwerfen. Also ich glaube, der Tizian ist jetzt gleich an der Stelle. Hier fängt es jetzt schon an, wir zeigen es gleich nochmal. Ah, warte mal, ich zeig's mal den Kindern schnell. Kann man aber das Kerngehäuse auch durchmachen, weil bei mir geht das eigentlich ganz gut. Bei dir geht's gut, schau mal. Ich zeig's euch mal kurz, wie es bei mir aussieht. Seht ihr das? Hier kommen jetzt hier die Kerne bei mir durch und hier kann ich dann gar nicht mehr so richtig, da kommen gar keine schönen Streifen mehr. Deswegen schäle ich jetzt einfach noch hier, wo es noch geht. Also hier. Bei mir kommen dann so welche Streifen. Ja, aber das sieht auch gut aus, Clara. Also bei der Clara kommen dann so Streifen mit den Kernen. Also wenn das klappt, also bei uns klappt es leider nicht, dann ist das auch okay. Wir geben jetzt unsere Gurkenscheiben jetzt mal hier in unser Schälchen, das wir vorbereitet haben. Nicht so viele. Ja, aber ich glaube, die reichen auch. Jetzt schaue ich mal kurz. Liebe Zoom-Kinder, ja, das sieht gut aus. Laura schält noch. Wichtig ist immer beim Schälen. Ob es schlimm ist, wenn er keine Gurke hat? Nein. Also es fragt gerade jemand, ob es schlimm ist, wenn man keine Gurke hat. Nein. Okay. Es ist die Antonia sind nicht so schnell. Okay, ich mache...
Karotten. Alles klar. Antonia und Florian, ich bin mal ein bisschen langsamer. Ich beantworte sowieso gerade eine Frage, Florian, weil es hat ein Mädchen oder ein Kind oder jemand gefragt, ob es schlimm ist, wenn man keine Gurke hat. Also es ist gar nicht schlimm, wenn man keine Gurke hat. Ich finde es bloß immer lecker. Oh, ihr seht mich ja gar nicht. Ich quatsch hier und ihr seht mich gar nicht. Also jemand fragte, ob es schlimm ist, wenn man keine Gurke hat. Nee, es ist nicht schlimm, wenn man keine Gurke hat. Ich finde es nur immer ganz lecker, weil so eine Gurke so ein frisches Aroma hat. Aber wir haben ja gesagt, wir nehmen in unseren Wrap das rein, das wir gerade da haben. Und wenn wir keine Gurke haben, dann haben wir keine Gurke. Dann ist es auch gar nicht schlimm. Dann nehmt ihr dafür anderes Gemüse. Also wichtig ist nur, dass ihr irgendein anderes Gemüse drin habt, weil es sollen ja Fitness-Wraps und ganz gesunde Wraps werden. Also deswegen wäre es super, wenn irgendwie Karotten oder irgendwas anderes drin ist. So, also bei uns sieht es jetzt schon ganz gut aus. Tizian, die darfst du mal zur Seite hinterlegen. Die ist auch gut. Ja, die legst du mal hinter, genau. Die können wir später zusammenfuttern. Also wir haben jetzt hier schon fertig unsere, seht ihr das? Jetzt, unsere Karotten haben wir fertig. Dann haben wir hier fertig unsere Gurken. Dann würde ich vorschlagen, wir haben hier noch die Paprika, dass wir die Paprika als nächstes machen. Also unsere Paprika ist so halbiert, seht ihr das? Und die, dabei der mache ich jetzt noch hier den Strunk raus. So, und dann zeige ich euch gleich, wie wir die Paprika machen. Aber jetzt muss ich erstmal fragen, ob alle fertig sind. Also der Florian und die Antonia. Florian und Antonia, sagt ihr mir mal, wie weit ihr seid? Dann warte ich noch kurz ein bisschen. Ah, der Florian fängt gerade mit der Gurke an. So, ich sehe gerade was. Florian, darf ich dir noch einen Tipp geben? Florian, schaust du mir mal kurz zu? Schau mal, ich gebe euch einen Tipp. Also ich habe gerade gesehen, dass der Florian jetzt hier so in der Luft irgendwie die Gurke schält. Da ist natürlich die Gefahr, dass man sich verletzt. Die ist sehr groß. Deswegen würde ich vorschlagen, Florian, du legst jetzt deine Gurke so auf dein Brettchen hin. Leg's mal so hin. So, dass sie, also nicht so steht. Ich habe so angefangen. Ja, genau. Ich habe es aber auf dem Bredel drauf. Okay, aber ich glaube, es ist sicherer, wenn du es so hinlegst. Guck mal, wie ich. So, und dann die Gurke hier auf einer Seite festhältst und dann hier so wegschälst. Also nicht irgendwo hier in der Luft rumschälst oder hier so schälst, sondern das wirklich fest auf das Brettchen legen und so runterziehen. Jawohl, super. Damit du dich wirklich nicht... Genau. Die Teile brauchen wir nicht. Aber ich glaube, das klappt super. Kann man da auch Zucchini nehmen statt der Gurke? Ja, jemand fragt, ob man auch Zucchini nehmen kann. Man kann auch Zucchini nehmen. Das ist voll lecker. Ich weiß nur, manche Leute mögen rohe Zucchini nicht. Ich mag das ganz gern. Kann man auch nehmen. Hat noch jemand eine Frage? Ich? Ja, die Lenny hat eine Frage. Ja? Wie sollen wir die Paprika schneiden, ne? Wie sollen wir die Paprika schneiden, fragt die Lenny. Sollen wir da gleich mal weitermachen? Also ich mache mal ganz langsam weiter. Florian, keine Panik, du machst jetzt mal deine Gurke fertig und ich erzähle bloß mal ganz kurz. Super, genau. Oder die Antonia kann vielleicht die Paprika dann in der Zwischenzeit schneiden. Und ich erzähle euch mal kurz, wie wir die Paprika schneiden. Wir wollen die nämlich so in so Streifen schneiden. Also unsere Paprika ist ja jetzt schon halbiert und das Kerngehäuse ist auch schon heraus, seht ihr? Und jetzt lege ich unsere Paprika so mit dieser halben Seite hier so nach unten. So, und dann mache ich wieder so erstmal so den Tunnelgriff und mache hier so schwupps, einmal so und einmal so. So, jetzt habe ich dann so Viertel, also so groß ist es jetzt ungefähr. Und jetzt mache ich den Krallengriff, heißt es. Also der Krallengriff geht so, dass ich hier so wie so eine Katze meine Krallen so einfahre, damit ich mich hier nicht so in den Finger schneide. Also ich ziehe meine Fingerchen so ein und halte so das Gemüse, also in dem Fall den Paprika fest und schneide dann so runter. Und wie gesagt, wir halten einfach die Finger so eingezogen, damit wir uns nicht in die Finger schneiden. So. Und dann haben wir lauter so kleine, seht ihr das? So Streifen haben wir dann. Tizian, willst du es schneiden? Oder willst du? Ja. Also Tizi schneidet bei uns die Paprika und ich gucke mal kurz, ob das klappt. Aber ich sehe, das sieht gut aus. Ja, genau, am Schluss ist es schon mal, am Schluss können wir es einfach so machen. So, wir schneiden so. Ich zeige es bei den Kindern. Also wir sind jetzt hier am Schluss, seht ihr das? Und da drehen wir es dann einfach nochmal um und schneiden es einfach so runter. So, dann haben wir hier lauter schöne Paprikastreifen.
Und der Tizian darf gleich die zweite Hälfte machen. Jetzt gucke ich mal. Also bei uns riecht es hier voll nach Gemüse. Hier riecht es nach Paprika und nach Gurke. Also voll lecker. Ich sehe die Lena und der Philipp, die machen das. Und die Mama hilft ein bisschen. Das finde ich super. Und der Philipp macht das ganz toll, Philipp. Du machst das super. Ich sehe alles. Und ich sehe auch, dass du das ganz klasse machst. Immer hier schön die Fingerchen einziehen, dass du dich nicht in die Finger schneidest. Und dann klappt es super. Ganz klasse. Jetzt habe ich hier gar kein Schälchen mehr. Ich hole mal kurz ein Schälchen. So, und in das Schälchen geben wir jetzt gleich unsere Paprika wieder. So. Dann sind wir nämlich schon echt gut in der Zeit. Wir haben eine Frage noch. Ja, wer hat eine Frage? Ich? Und wer ist ich? Sagst du mir auch deine Nele? Die Nele. War das die Nele? Nein, die Leni. Die Leni. Entschuldigung, Leni, ich muss mir mein Hörgerät kaufen. Hallo, Leni. Leni, was hast du denn für eine Frage? Frag mal. Eine ganze Paprika oder eine halbe? Also, Leni, ich habe jetzt eine halbe Paprika. Die Leni fragt, ob wir eine ganze Paprika oder eine halbe brauchen. Also, ich habe jetzt eine halbe genommen, weil wir sonst ganz viel Gemüse haben. Das hängt aber ein bisschen davon ab, wenn du sagst, du magst Paprika eigentlich ganz gerne und dafür nicht so viel Karotten, dann kannst du auch eine ganze Paprika reinmachen. Oder du machst vielleicht eine rote halbe und eine grüne halbe. Das kannst du auch machen, dass schön bunt ist. Denn wichtig ist immer, dass wenn wir essen, das mit Gemüse, dass immer alles schön bunt ist, weil dann schmeckt es nämlich besonders lecker. Und in den unterschiedlichen Farben sind auch unterschiedliche Vitamine drin. Deswegen ist immer super, wenn man wirklich so wie den Regenbogen isst. Das ist ganz klasse. Also, ich zeige jetzt kurz mal, wie weit wir sind und ihr gebt mir dann Feedback, wie weit ihr seid. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit geschnitten. Mit dem Schäler hier haben wir die Karotten so geschnitten. Und dann haben wir hier die Gurken geschnitten mit dem Schäler. Und die Paprika mit dem Messer geschnitten. So, jetzt haben wir hier noch sowas. Das sieht aus wie Lauch. Kennt ihr das? Das ist Frühlingszwiebel, heißt es. Also wir nehmen heute nicht so eine Zwiebel, die man sonst kennt, so eine große, sondern wir nehmen heute so eine Frühlingszwiebel. Das ist praktisch hier wie so ein Lauch. Und die geht auch ganz einfach. Da müssen wir nur vorne hier, wo die Wurzeln sind, das schneiden wir weg. Das können wir in den Müll geben, das brauchen wir nicht. Und auch hinten, da sind ein paar so getrocknet, die schneiden wir auch weg, die brauchen wir nicht. Und den Rest, den schneiden wir wieder mit unserer Katzenkralle, halten wir es fest und schneiden dann so einzelne Ringe. So, dass wir hier wirklich so einzelne Ringe haben. Okay, das darf bei mir jetzt mal der Tizian machen. Dabei mache ich hier mal ein bisschen Klarschiff und guck mal zu meinen Kindern. Ja. Das iPad von Sabine will was sagen. Manchmal esse ich diese Frühlingszwiebelwurzeln. Ah, die kann man auch, ja, das stimmt, die kann man auch so essen, also auch die Frühlingszwiebel. Ich mag das auch ganz gern. Ich weiß aber, dass viele Kinder mögen die Frühlingszwiebel nicht so, weil das, dann stinkt man immer ein bisschen. Also das stimmt, aber lecker ist es trotzdem. Also wir haben jetzt, der Tizian ist heute von der, Tizian ist heute Kannst du ein bisschen langsamer machen? Ich mach ein bisschen langsamer, okay? Eine Frage von Facebook, kann man die Paprika auch kleiner schneiden? Jetzt kommt gerade eine Frage von Facebook, ob wir die Paprika auch kleiner schneiden können. Jawohl, das könnt ihr machen. Ihr könnt die Paprika, also wir haben ja jetzt hier so große Stückchen, dass wir bei unserem Wrap, wenn wir abbeißen, so richtig auch von der Paprika so abbeißen müssen. Ihr könnt aber auch so kleine Würfelchen schneiden, wenn ihr wollt. Das könnt ihr auch machen. Also ihr seid ja die Chefköche, ihr entscheidet, in welcher Form ihr eure Paprika schneidet. Das dürft ihr selbst entscheiden. Wenn du da bist, musst du einfach nur gleich machen. Einfach festhalten, ganz schön. Jetzt hat noch jemand eine Frage? Die Hülle ist so. Ich möchte wissen, ob man das ganze Grüne hinten schneidet. Das ganze Grüne, genau. Also wir schneiden das ganze Grüne mit rein, außer wenn es so ein bisschen so verwelkt ist oder so. Das schneiden wir weg und das nehmen wir dann nicht. Aber das Grüne, das könnt ihr ganz mit reinschneiden. Eine Frage, was machen wir mit dem Ofen? Was machen wir mit dem Ofen, fragt gerade jemand. Den Ofen brauchen wir jetzt gleich, wenn wir mit dem Schnippeln von unserem Gemüse fertig sind. Wir sind auch gleich fertig. Es fehlt noch ein Gemüse, sehe ich. Gibt's es fehlen Tipp, nur noch die Tomaten. Gibt es einen Tipp, was man macht, wenn man keine Frühlingszwiebeln hat?
Es fragt jemand, ob es einen Tipp gibt, wenn man keine Frühlingszwiebel hat. Ja, ihr könnt natürlich ganz normale Zwiebel schneiden, wobei dann würde ich sie ganz klein schneiden und vielleicht sogar entweder rote Zwiebel nehmen oder Schalotten. Das sind so ganz kleine Mini-Zwiebel, die sind nicht so kräftig im Geschmack, also so scharf im Geschmack. Das könnt ihr nehmen. Oder ihr könnt anstatt den Frühlingszwiebel später auch Kresse rübergeben. Und zum Thema Kresse habe ich später sowieso noch was zu sagen, aber das sage ich euch dann gleich. So, jetzt schauen wir mal. Also wir haben jetzt schon fast alles fertig. Wir haben, also keine Panik, wer noch nicht fertig ist. Ihr macht einfach in Ruhe weiter. Wir warten mit dem Rollen der Wraps, bis alle Kinder fertig sind. Also ihr macht einfach ganz gechillt weiter. Kein Problem. Ich quatsch bloß ein bisschen, weil ich quatsch ja immer so viel. Manche schreiben schon, die quatscht aber ganz schön viel, schreiben die Mamas immer in den Kommentaren. So, also ich erzähle euch jetzt mal, was ich schon alles gemacht habe. Wir haben heute schon super viel gemacht. Also wir haben ja unseren Eiwa-Dip schon gemacht. Dann haben wir schon gemacht unseren Avocado-Dip, also die Guacamole. Dann haben wir die Karotten hier, haben wir so mit so einem Sparschäler geraspelt, dass das lauter so Spaghetti sind, so Karottenspaghetti. Dann haben wir mit dem Sparschäler so Gurkenspaghetti gemacht, die sind hier. Dann haben wir Paprika geschnitten, also wir haben hier so Streifen geschnitten. Ihr könnt aber auch so Würfel schneiden, das könnt ihr machen, wie ihr es gerne hättet. Und dann haben wir hier noch so Frühlingszwiebelchen, die haben wir einfach in so Ringelchen geschnitten. So, jetzt gucke ich mal kurz, hat denn jemand eine Frage? Die Lenny hat das Mikro an. Lenny, willst du was wissen von mir oder willst du mir was erzählen? Ja, ich wollte was fragen. Ne? Ja. Sollen wir den Schinken auch schon geschnitten haben? Nein. Oder? Die Lenny fragt gerade, ob wir den Schinken auch schneiden sollen. Lenny, das sparen wir uns, den Schinken. Den legen wir einfach so jetzt dann auf unsere Fladenbrot rauf. Dann sparen wir uns das, dass wir den schneiden müssen. Und den rollen wir einfach so ein. Das ist voll praktisch, oder? Okay. Also was wir jetzt nur noch zu schneiden haben, das sind unsere Tomaten. Also wir haben jetzt hier noch drei so Kirschtomaten übrig. Und die schneiden wir genau so, wie wir gerade vorhin die für unsere Guacamole geschnitten haben. Also ich erkläre es vielleicht nochmal, wer es schon wieder vergessen hat. Ich zeige es euch nochmal kurz. Also guckt mal, wir haben die Tomate hier. Wir machen hier den Tunnelgriff so und schneiden dann einmal mit dem Messer mit der Spitze rein und drücken nach unten. So. Dann drehen wir die Tomate um. Drehen sie so. Ja? Schneiden Sie dann den die Frühlingszwiebeln? Ja. Wie wir die hier schneiden. Genau. Florian, die Frühlingszwiebel, Florian fragt gerade, wie wir die Frühlingszwiebel schneiden. Schau mal, Florian, ich habe jetzt meine leider schon weggelegt. Guck mal zu, Florian. Du nimmst einfach, also du stellst dir jetzt vor, das ist deine Frühlingszwiebel, die legst du einfach aufs Brettchen und schneidest hier so runter praktisch, dass lauter so kleine Ringe entstehen, okay? Und wenn bei dir vorne noch so eine Wurzel dran ist, die kannst du wegtun und wegschmeißen. Die brauchen wir nicht mehr. Okay, jetzt mache ich aber kurz mit meiner Tomate weiter. Also, kann ja die Tomaten zu den Frühlingszwiebeln machen. Ja, jetzt schau mal, ich erkläre bloß mal kurz die Tomate fertig. Also wir haben jetzt hier die zwei Tomaten und dann machen wir hier nochmal den Tunnelgriff. Dann machen wir wieder so runter, drehen um und so runter. So, dann haben wir hier so Hälften und wenn ihr wollt, könnt ihr hier nochmal so runter. Das sind Schokoküsse, Hanuta, Kinderriegel. Dann habt ihr vierte. Oh, irgendjemand hat das Mikro an und will jetzt gerade Schokoküsse und essen. Jetzt gucke ich mal, jemand von den Zoom-Kindern hat das Mikro an und sucht gerade irgendwelche Schokoküsse, habe ich gehört. Vielleicht schaltet er bald das Mikro noch aus, das wäre super. So, oh, die Natkamol ist dabei, die sehe ich auch, die war auch letztes Mal schon dabei. Hallo Natkamol, schön, dass du da bist. Klasse. So, der Tizi darf jetzt schnell, Tizian, du darfst die Tomaten, willst du die fertig schneiden oder soll ich die? Wie du willst. Machst du? Prima. Also Tizian schneidet mal kurz die Tomaten fertig. Okay. Dabei hole ich noch ein Schälchen für die Tomaten. Schau mal, die können wir vielleicht hier hineingeben. Jawohl. Jetzt gucke ich mal kurz. Alexander, zeig mal deine Karotten. Alexander, du hast ja einen süßen Pulli an. Klappt das bei dir? Zeig mal deine Karotten. Wow, die hast du super geschnitten. Klasse, das sieht gut aus. Die Emma zeigt mir ihre Tomaten, das sieht auch gut aus. Theresa und Mina, das sieht gut aus.
Ich glaube, bei den meisten klappt's gut, oder? Julian, du wolltest was fragen. Julian? Ja, müssen wir die schon geschnitten haben? Jetzt habe ich es nicht verstanden. Wen schon geschnitten haben? Den Salatkopf. Den Salatkopf? Nee, den braucht man nicht. Der Julian fragt mich gerade, ob wir den Salatkopf schon geschnitten haben müssen. Nee, guck mal, Julian, ich habe meinen auch noch. Also wir haben den schon so zerteilt, dass es so einzelne Blätter sind es bei uns. Siehst du? Aber den Salatkopf, diese einzelnen Blätter, die legen wir jetzt dann auch so in unsere Wraps rein. Also den musst du nicht schneiden, sondern den kannst du so in einzelne Blätter zerteilen und so lassen. Also das ist prima. Jetzt sieht's doch schon. Hier ist ein guter Tipp. Frühlingszwiebel schneiden wir immer mit der Schere. Oh, da ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Auf den bin ich selber noch nie gekommen. Irgendjemand schneidet die Frühlingszwiebel mit der Schere. Das finde ich jetzt auch mal einen coolen. Ein schlauer Tipp. Also den finde ich super. So, wir sind hier. Hier sieht es jetzt gut aus bei Was uns. Machen wir mit der? Wir haben eine Tomate zu viel. Also ich glaube, die ist zu viel, weil wir haben hier so viel, die können wir zur Seite legen. Eine Frage, muss das Gemüse getrennt sein oder getrennt bleiben? Muss das Gemüse getrennt bleiben? Also jemand fragt, ob wir das Gemüse getrennt lassen müssen. Ihr müsst es eigentlich nicht getrennt lassen, aber ich weiß, dass Kinder eigentlich ganz gerne selbst entscheiden wollen, welches Gemüse sie in den Wraps haben wollen. Und da ja die Kinder heute das Kommando haben, würde ich vorschlagen, wir teilen das in verschiedene Schälchen auf und die Kinder entscheiden, welches Gemüse in die Wraps reinkommt, ob vielleicht alles reinkommt und welches Gemüse draußen bleiben muss. Also ihr könnt es mischen, wenn ihr wollt. Ich würde aber empfehlen, dass es einzeln macht. So, jetzt sage ich mal kurz, wie weit... Hat noch jemand eine Frage? Ein Papa, glaube ich, hat eine Frage. Ida, hat der Papa eine Frage? Wer hat eine Frage? Sag. Ich habe eine Frage. Ja, sagst du mir deinen Namen, dann sehe ich, wo du bist. Charlotte, hoffentlich. Charlotte, was hast du denn für eine Frage? Sag's mir mal kurz. Muss man den Salat aufschneiden? Nein, ich habe es gerade erklärt, Charlotte, aber ich erkläre es dir gerne nochmal. Schau mal, Charlotte, wir haben unseren Salat in so einzelne Blätter zerteilt. Siehst du das? Das sind so einzelne Blätter und die reichen, weil wir rollen einfach jetzt dann die einzelnen Blätter ein. Also du musst die einzelnen Blätter nicht weiter zerteilen, sondern du kannst die einfach so lassen. Alles klar? Okay, danke. Bitte schön, Charlotte. Jetzt. Ich habe eine Frage. Ja, die Bella, glaube ich, hat eine Frage, oder? Ja, Bella, sag mal deine Frage. Ich höre dir zu. Wir haben keinen Salat. Ihr habt keinen Salat? Das ist nicht schlimm, Bella. Dafür habt ihr ja Karotten und ihr habt anderes Gemüse, oder? Was habt ihr anderes Gemüse da? Wir haben Frühlingszwiebeln, wir haben Paprika und Gurken und Karotten. Und Karotten. Ach, das ist ja jede Menge, Bella. Das ist super. Also die Bella, die hat Karotten, die hat Frühlingszwiebel, die hat ganz viel anderes Gemüse und hat jetzt keinen Salat. Das ist gar nicht schlimm, Bella. Dann machst du es einfach ohne Salat. Der Vorteil, wenn du es ohne Salat machst, ist, dass du deine Wraps dann später, wenn du es lieber warm haben willst, dann kannst du es auch im Ofen reingeben. Also es ist gar nicht schlimm. Du machst es einfach ohne Salat, okay, Bella? Super. Yeah. Prima. Super. Ich zeige jetzt mal, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben jetzt mit dem Sparschäler unsere Karotten geschnitten. Wir haben mit dem Sparschäler unsere Gurken geschnitten. Wir haben mit dem Messer unsere Frühlingszwiebel geschnitten, die Tomaten geschnitten und die Paprika. Dann haben wir jetzt für unsere Wraps haben wir jetzt noch, ich zeige es mal kurz, den Salat haben wir jetzt noch, den haben wir in so einer Schale. Dann, wir haben jetzt noch so Maiskörner in so einem Schälchen. Dann haben wir hier noch unseren Käse. Den geben wir später auch über die Wraps. Dann haben wir hier noch ein bisschen Frischkäse. Und wir haben Schinken. Also wer Schinken will, kann reinmachen. Wer es vegetarisch will, der lässt einfach den Schinken weg. Jetzt haben wir unsere Vorbereitung für unsere Wraps haben wir fertig. In so einer Spitzenküche. Da heißt es Miso Glas. Wie müssen wir denn die Tomaten schneiden? Die Tomaten, das hängt ein bisschen davon ab, wenn du ganz große Tomaten hast. Und dann tust du die klein. So kleine, dann kannst du sie einfach halbieren oder vierteln. Das reicht auch. Also wenn man das alles so schön vorbereitet hat, wie wir das jetzt haben. Ja, ich erzähle es gleich. Ich erzähle euch bloß kurz, wie das heißt. Wenn man so ein Chefkoch ist, dann heißt das hier...
dann heißt es hier so mise en place, sagt man da. Also wenn alles so schön vorbereitet ist, dass man dann alles nur noch füllen muss, dann ist es ein mise en place. Also wir haben jetzt alle Sachen fertig, damit wir jetzt gleich unsere Wraps füllen können. So, jetzt muss ich mal schauen. Sind denn jetzt alle Facebook-Kinder? Wofür brauchen wir den Mais? Den Mais brauchen wir jetzt gleich. Also jetzt haben wir erstmal alles vorbereitet und ich zeige euch jetzt gleich, wie es weitergeht. Ich checke jetzt nur mal, ob alle schon fertig sind mit Schnippeln. Ich wollte noch was fragen. Den Salat müsste man doch vorher waschen. Ah, den Salat müsste... Also jemand fragt, den Salat müsste man doch vorher waschen. Ja, also wir haben alle Zutaten, die wir haben, vorher gewaschen. Das ist immer wichtig beim Kinderkochkurs, dass alle Zutaten vorher natürlich gewaschen sind. So, jetzt gebt mir mal Daumen hoch, ob ihr jetzt auch so weit seid. Und jemand hat noch eine Frage. Wer hat eine Frage? Sagt ihr mal den Namen. Die Zoe. Zoe, was hast du für eine Frage? Streichen wir den Frischkäse in die Wraps rein? Also in die Richtig, Frischkäse. Den Frischkäse, den streichen wir jetzt gleich in die Wraps rein. Aber ich zeige es euch gleich, wie es weitergeht. Ich muss jetzt bloß mal kurz sehen, ob schon alle Facebook-Kinder so weit sind, dass wir wieder weitermachen können. Und ob alle Zoom-Kinder so weit sind, dass wir weitermachen können. Ich schau mal. Emma, bist du fertig? Können wir weitermachen? Bist du fertig? Also die Emma ist fertig, sehe ich schon. Ida, wie sieht es bei dir aus? Bist du fertig? Daumen hoch. Ja, Ida ist fertig. Ich bin fertig. Lara ist fertig. Also ich bin fertig. Also ich höre gerade und sehe gerade die Zoom-Kinder, die sind, glaube ich, alle fertig. Und jetzt machst du fertig. Klasse. Ich würde vorschlagen, alle sind fertig, dass wir jetzt so langsam gechillt weitermachen. Und zwar wollen wir jetzt dann die Röllchen machen, unsere Wraps, was ja das Wichtigste heute ist. Und ich gucke mal auf die Uhr. Also wir liegen echt gut in der Zeit. Wir haben jetzt nämlich 5 Minuten, also noch eine gute halbe Stunde. Also das ist perfekt. Also wir liegen echt gut in der Zeit. Bevor wir jetzt anfangen mit den Wraps, dass wir die rollen, machen wir auch gleich noch unsere Nachos in den Ofen rein. Also die Nachos, das wird eher so, ihr kennt die vielleicht, ich zeige es euch mal kurz. Das sind so, so Tortilla-Chips, kennt ihr die? So, das sind so Tortilla-Chips, so. Und es geht einfach ganz rucki-zucki. Also wir haben unsere Tortilla-Chips in so eine feuerfeste Form gegeben. Also das muss irgendeine Form sein, die man auch in den Backofen geben kann. Also nicht in so eine Plastikschüssel oder so, sondern vielleicht so eine Glasschüssel. Oder wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr es auch einfach auf euer Backblech raufschütten. Also da schüttet ihr jetzt mal... Ja genau, die Laura hat so eine Auflaufform. Also so eine Auflaufform ist super. Oder ein, ja genau, Mika und Sophia, prima. Oder einfach ein Backblech. Da schüttet ihr jetzt einfach mal eure Nacho-Chips rein. Also das ist noch ganz einfach. Also das kriegt, glaube ich, jeder hin. Und dann haben wir hier Käse. Also wir haben hier so Mozzarella-Käse, so geriebenen. Und den dürft ihr jetzt einfach über eure Nacho-Chips so verteilen. Das darf bei mir jetzt gerne mal Tizian machen. Ich mag Käse. Magst du Käse gerne, Tizian? Ja. Okay, Tizian mag Käse. Also Tizian gibt ein bisschen mehr Käse rüber. Der mag nämlich so zerlaufenden Käse gerne. Aber ihr dürft... Umrühren oder sowas? Wie bitte? Nee, wir müssen es nicht umrühren. Also ihr müsst es nicht umrühren, sondern wir wollen es wirklich nur so überbacken. Und ihr entscheidet, wie viel Käse ihr über eure Nachos drüber haben wollt. So, also bei uns sieht es schon gut aus. Wollen wir es mal herzeigen? Ja. Also wir zeigen es mal den Kindern. Tizian, halt es mal hoch in die Kamera. Willst du es mal hochhalten? Seht mal. Tizian hat den Käse rübergegeben und so sieht es jetzt aus bei uns. Also wir haben jetzt hier überall, warte mal, hier auf der Seite fehlt noch ein bisschen was. So, jetzt haben wir hier überall Käse verteilt. So, prima. Und jetzt, das ist eigentlich das schnellste Gericht von allen, die wir heute haben, sind wir eigentlich mit den Nachos schon fertig. Wir müssen jetzt nur Mama und Papa schreien, damit uns die helfen, damit wir die Nachos in den vorgeheizten Ofen geben. Unser Backofen, der ist ja vorgeheizt auf 140 Grad und bei Ober- und Unterhitze. Und der Ofen ist eben jetzt schon heiß, also wie gesagt 140 Grad. Das heißt, man kann sich da auch leicht verbrennen und verletzen. Deswegen schreien wir jetzt alle mal ganz laut nach Mama und Papa, dass uns die behilflich sind. Und die schieben jetzt mal unsere Nachos in die mittlere Stufe des Backofens. Und da brauchen die ungefähr so 10 Minuten, damit der Käse schon schön geschmolzen ist. Also ich gebe die jetzt mal in den Ofen und dann stellen wir auch gleich unseren Timer.
So. Also, jetzt gucke ich mal, haben wir eine Uhr? Ja, wir haben auch seit Neuestem hier immer so einen Timer. Ich muss mal gucken, wo der ist. Hier ist er. Seht ihr den? Also, genau, Tizian, zeig mal hin. Hier ist unser Timer. 10 Minuten, das heißt, bei mir ist es jetzt fast genau 18 Uhr. Das heißt, um 6:10 sind unsere Nachos soweit, dass wir sie wieder aus dem Ofen rausholen können. Das ist schon mal super. Und müssen wir alles zusammenschütten und dann erst in den Ofen tun? Also genau, du machst die Nachos, also diese Chips, diese Tortilla-Chips, in eine Form rein. Und über diese Nachos verteilst du den Käse und das gibst du dann einfach so mit dem Käse oben Käse drauf rein. In den Ofen. Also Käse rein. Was sagst du, Florian? Sagst du es nochmal? Käse auf die Nacho-Chips drauf. Genau, auf die Nacho-Chips streuen wir den Käse drauf, dann zerläuft der nämlich im Ofen so und wird so knusprig braun. Das schmeckt voll lecker. Tizian, willst du das mal zur Seite tun? Dann können wir jetzt dann gleich mal die Rollchen. Also wir haben jetzt hier, vielleicht machen wir hier kurz mal sauber. Also wir putzen mal hier kurz einmal drüber, bevor wir anfangen, unsere Wraps zu rollen. Super. Also heute sind wir echt gut in der Zeit. Also ich bin ja ganz, ganz glücklich, wie wir heute vorwärts kommen. Ich könnte vielleicht noch kurz was erzählen. Und zwar, ich habe nämlich noch was, was wir in unsere Wraps mit reinrollen. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Guck mal, hier habe ich was. Ich lasse mal die Zoom-Kinder raten, was das ist. Wer kennt das? Wer kennt das, was das ist? Die Mina und die Theresa. Erzählt mal, was ist denn das? Kennt ihr das? Kresse. Genau. Genau. Hier haben wir nämlich, das hat die Valentina bei uns diese Woche angepflanzt, wir haben so Kresse. Also wir haben hier, seht ihr, das ist so ganz viel geworden sogar, denn wir haben hier so ein Gewächshäuschen, seht ihr das, mit so einer Mütze, also die hat jetzt schon gar nicht mehr Platz. Denn das ist das? Das ist Kresse, ist das. Seht ihr das? Die kann man dann auch noch so abschneiden dann und hier raufgeben. Und jetzt gibt es nämlich was ganz Tolles. Ich habe hier so Gewächshäuschen, da kann man so Kresse anpflanzen, die, wenn man einmal anpflanzt und dann 5 Tage später, kann man die schon ernten. Das ist voll super. Und guck mal, ich habe hier auch so tolle Kresse-Samen. Seht ihr das? Hier so eine ganze Dose voll Kresse-Samen. Mit der könnt ihr dann Kresse anpflanzen. Und jetzt gibt es nämlich was ganz Tolles. Vielleicht hat es der eine oder andere schon auf der Facebook-Seite von kinderkochkurs.com gesehen. Es gibt nämlich ein Gewinnspiel. Wenn ihr auch so ein Gewächshäuschen mit so Kresse-Samen wollt, dann geht einfach auf die Facebook-Seite bei uns. Da gibt es ein Gewinnspiel. Da müsst ihr einfach mir mitteilen, was denn euer Lieblingsgemüse ist. Und ihr teilt mir dann vielleicht noch mit oder verlinkt dann einfach, wen ihr kennt, mit wem ihr mal gerne zusammen kochen wollt. Und wenn ihr das bei Facebook macht, da machen dann ganz viele Kinder mit. Das dauert noch ungefähr 2 Wochen, das Gewinnspiel. Und unter allen Teilnehmern, die mitgemacht haben beim Gewinnspiel für unser Kresse-Set, verlose ich dann 10 so Sets von so einem Gewächshäuschen und von so Kresse-Samen. Also wer Lust hat, kann gerne bei unserem Gewinnspiel mitmachen. So, jetzt gucke ich mal. Aber jetzt müssten, glaube ich, schon alle fertig sein. Sind denn alle Kinder bereit, dass wir weitermachen können? Da brauche ich jetzt mal Feedback. Liebe Facebook-Kinder, könnt ihr mir mal einen Daumen hoch geben, ob ich noch warten soll oder ob es passt, wenn ich so langsam mal weitermache? Ihr müsst mir bloß kurz sagen, ob es klappt. Oder liebe Zoom-Kinder, also die Zoom-Kinder, die machen schon die meisten Daumen hoch. Also die werden, glaube ich, bereit. Sind denn die Facebook-Kinder auch bereit? Ja, kommen viele Thumbs up. Also ich glaube, die Facebook-Kinder sind auch langsam bereit. Dann würde ich glaube eher, das sind schon ziemlich viele sehr hungrig. Oh, ich glaube, es sind schon einige ganz hungrig, höre ich gerade, weil immer Fragen kommen, wie man die Wraps zusammenbaut. Also wir zeigen es jetzt. Tizian, darf ich es einmal zeigen und dann zeigst du mal, wie du es belegst. Also jetzt geht's um das Wichtigste am heutigen Tag. Wir wollen unsere Wraps belegen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Wraps belege. Letztendlich dürft ihr selbst entscheiden, was in euren Wrap reinkommt. Aber ihr habt ja auch Gäste. Also Mama und Papa sind ja später eure Gäste praktisch. Also dürft ihr nicht nur die Wraps so machen, wie sie euch schmecken, sondern ihr müsst auch überlegen, was könnte denn Mama oder Papa schmecken. Also ich mache in meinen Wrap alles rein. Ihr könnt jetzt auch diese Dips, die wir gemacht haben, wir haben ja einen Guacamole-Dip gemacht
Und wir haben einen Eiwa-Dip gemacht. Die könnt ihr, wenn ihr wollt, auch mit auf eure Wraps raufstreichen. Oder ihr reicht die später extra in so Schälchen. Und so machen es Tizian und ich. Wir reichen die dann später extra in so einem Schälchen als Dip für die Wraps und als Dip für unsere Nacho-Chips. Also wir streichen die nicht rein. So, ich zeige jetzt mal, wie ich loslege. Also ich habe hier ja den Frischkäse. Ich nehme dann praktisch so ein bisschen Frischkäse und streiche den mal so hier rauf, wie bei so einem Butterbrot, sage ich mal. Verteilen wir den hier so ganz toll überall auf unserem Wrap. So, dann als nächstes nehme ich habe hier so Putenschinken. Den Putenschinken, den lege ich so hin. Und ich lege das alles eher so im unteren Teil von dem Wrap. Also ich lege mal hier so, naja, ich lege mal so zwei, meins sind so kleine Scheiben, da lege ich so zwei Scheiben rein. Wenn ihr größere habt, dann reicht wahrscheinlich eine. Dann gebe ich hier ein paar Gurkenscheiben rauf und ich gebe ein paar so Karotten rauf. Dann will ich ein bisschen Mais drin haben und ich gebe auch in meinen noch ein bisschen Käse rein. Eine Tomate will ich auch noch haben, also zwei Tomaten. So, und was gebe ich noch rein? Ach ja, hier. Jetzt, so. Also meiner ist so okay. Wichtig ist, dass ihr euren Wrap nicht zu voll füllt. Weil wenn ihr den ganz, ganz viele Sachen reinmacht, dann kann man den nicht mehr so toll rollen. Also lieber ein bisschen weniger Sachen rein, damit ihr noch rollen könnt. Und jetzt guckt ihr mal alle zu, also alle mal alles weglegen, zur Seite legen. Und ihr schaut mir jetzt erstmal zu, wie ich den roll, damit uns nicht anschließend wieder alles auseinanderfällt. Also guckt ihr mal bitte alle schnell her zu mir. So. Also, ich lege jetzt ich habe hier im unteren Teil, hier oben ist gar nichts und hier unten ist das Ganze, was ich drin haben will. Dann schlage ich die eine Seite rein, so in die Mitte, dann schlage ich so die andere Seite rein und dann rolle ich das so zusammen. Seht ihr das? So, und dann habe ich, also wenn ihr das so zusammenrollt, ich mache nochmal, dass ihr das möglichst eng zusammenrollt, so. Und dann ist der erste Wrap schon fertig. Also der sieht dann so aus. Mhm. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch noch so ein Spießchen reinmachen. Schwupp, dann geht er auch nicht mehr auf. Und dann sieht er so aus. Ich finde, das sieht schon toll aus. Ihr könnt später dann auch noch... Ups, wo ist es? Ab. Ihr könnt euren Wrap später dann auch noch so quer durchschneiden. Ich zeige es mal kurz so. So. Und wow, guckt mal, sieht das lecker aus? Also ich finde, das sieht super klasse aus. Und da machen wir jetzt noch hier den Pieks rein. Und hier machen wir auch noch so einen Pieks rein. So, und so sieht der aus. Also ich finde, der sieht doch klasse aus. Und so machen wir das jetzt mit allen Wraps, also auf den Rezeptkarten. Da findet ihr auch nochmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das mit diesen Zusammenklappen geht und mit dem Aufrollen. Da könnt ihr es nochmal schauen. Aber der Tizian, der macht es jetzt vielleicht auch nochmal vor. Mhm. Tizian, kriegst du das hin? Ich glaube schon. Ich mag nur diese Guacamole. Du machst Guacamole rein. Also Tizian mag jetzt doch Guacamole rein. Dann machst du das rein. Reicht der kleine Löffel? Ja. Also Tizian zeigt mal, wie er seinen Wrap befüllt. Also jeder darf das so machen, wie er es gerne hat. Tizian, zeig mal deinen. So, also Tomate ist ja schon drin. So. Schön viel. So, du magst ganz viel. Von Guacamole. Ja, Tizian liebt Guacamole, das weiß ich. So, prima. Ich glaube, das, ja genau, prima. So, passt eigentlich. Okay. Und dann kommt noch irgendwas anderes mit rein? Karotten. Magst du gerne Schinken mit rein oder ohne Schinken? Nee, ohne Schinken. Du magst vegetarisch. Also Tizian macht jetzt die vegetarische Variante. Er hat jetzt Guacamole rein und ein paar Karotten. Dann kommt ein bisschen Käse rüber. So. Dann ein paar. So, genau. Und jetzt zeig mal nochmal, wie rollt man das auf der Seite zusammen. Ich probiere es nochmal. So, genau. Allzu viel würde ich nicht mehr reinmachen, sonst kriegst du es nicht mehr zusammen. Ein bisschen Lauch muss noch. Und ein bisschen Lauch. Okay. Auch ein bisschen Mais. Also dann wird es zu viel, glaube ich. Aber probier es mal. Also ich bin ja gespannt, also weil ich habe ja gesagt, wenn man zu viel reinmacht, dann geht's nicht. Aber wir probieren es jetzt mal. Also wir gucken jetzt mal, ob Tizi es gerollt bekommt. Das ist wegschneiden, sonst. Also die Paprika war jetzt noch zu groß. Okay, wir tun die zur Seite. Ach, ja, oder du isst zu schnell. So, die Seiten reinklappen, jawohl. Wie genau, jetzt ist, hier ist schon ein bisschen viel drin. Schau. So, also wir klappen die Seite rein und klappen die Seite rein und dann
rollen wir sie so. Oh, schau mal, seht ihr? Hier haben wir jetzt zu viel, jetzt drückt uns hier die ganzen Sachen raus. Also wir versuchen mal, das wieder reinzumachen. Also hier war fast ein bisschen zu viel drin, aber es geht noch. Sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir so und hier jetzt den Spieß. Und jetzt den Spieß rein. Ja, sehr gut. Zeig mal her. Zeig mal den Kindern in die Kamera. So sieht jetzt Tizians vegetarischer Wrap aus. Also ich finde, der sieht gut aus. Jetzt gucke ich mal. Oh, die Theresa und die Mina, die zeigen wir schon. Das sieht gut aus. Zeig mir mal ein paar Wraps. Ich will ein paar Wraps sehen. Die Nina, ja super. Ida, zeig mal, habt ihr schon einen fertig, Ida? Die Clara hat schon... Oh, das sieht super aus, Clara. Klasse. Wow. Inara, ist bei euch schon einer fertig? Zeig mal. Oh, die Nachos sind fertig, höre ich gerade. Ich glaube, ich gucke mal nach den Nachos. Dabei darf der Tizian hier weiter rollen. Also ihr könnt jetzt füllen, wie ihr wollt. Jetzt sind aber die 10 Minuten vorbei. Wir können einfach mal ganz laut Mama oder Papa wieder um Hilfe rufen. Und dann können Mama oder Papa mal die Nachos aus dem Ofen nehmen. Denn ich glaube, der Käse müsste jetzt zerlaufen sein und die Nachos schon warm sein, dass wir die schon mal servieren könnten schon fast. Also ich hole die Nachos jetzt mal. Hier sagt Mama und Papa Bescheid, dass die auch eure Nachos aus dem Ofen holen. Ach, wo habe ich meinen Topflappen? So, hier, jawohl. Oh, lecker! Das sieht super aus. Also, unsere Nachos sehen super aus. Ich höre euch. Ha, irgendein Kind bei Zoom hat das Mikrofon an. Also entweder wollt ihr mir was sagen, vielleicht wollt ihr mir was sagen, oder ihr macht es wieder aus. Könnt ihr auch machen. Ich zeige euch mal kurz, wie meine Nachos aussehen. Ich finde, die sehen klasse aus. Seht mal, wie toll der Käse zerlaufen ist. Oh, und die riechen auch voll lecker. Die riechen wie so Nachos im Kino. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Kino so Nachos gegessen habt. Da gibt es die dann auch immer ganz teuer zu kaufen. Aber wir machen uns unsere Nachos einfach selber. Überteuert. Also die... Nachos sind fertig. Ich sage jetzt mal, was wir heute schon alles geschaffen haben, denn wir waren heute schon super fleißig. Also heute können wir echt stolz auf uns sein. Wir haben schon gemacht. Hier unsere Nachos. Die sind ja schon jetzt fertig. Dann haben wir gemacht unseren Eiwa-Dip. Den fülle ich jetzt dann gleich noch in so schöne Gläschen um. Dann haben wir gemacht unsere Guacamole. Ich fülle die auch in so Gläschen um. Das finde ich ganz schick. Und dann haben wir schon die ersten Wraps. Die sieht man hier. Ups. Hier drüben haben wir schon die ersten Wraps. Die sind auch schon fertig. Also das sieht alles sehr gut aus. Ja, dieser hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Super. Schau mal, Tizian, hier habe ich noch einen Spieß. Jetzt will ich aber mal von euch Feedback haben, ob das klappt oder nicht. Macht mal jemand Daumen hoch, Daumen runter, Daumen quer. Oh, bei Lena und Felix klappt's gut. Die haben mir schon einen ganz großen Daumen hoch. Bei Ida klappt's. Ich seh's. Lenny, Familie Lack, klappt es? Ja, Daumen hoch. Die Antonia und der Florian. Florian probiert schon. Florian, schmeckt's? Und klappt es? Ja, glaub schon, oder? Sieht gut aus. Tizian darf noch einen machen. Wir brauchen... Einen großen. Okay, wir brauchen nämlich 5 Wraps. Wir sind 5. Beziehungsweise... Also bei Facebook kriege ich auch viele Daumen hoch. Das sieht gut aus. Ich mache jetzt auch mal unsere... Ja, wie mein Pfannkuchen aussieht. Ja, der sieht wie ein Pfannkuchen aus, deiner. Das ist ja lustig. Also wie gesagt, wer jetzt keine kalten Wraps haben will, der kann die Wraps auch später noch in den Ofen geben. Ich fülle jetzt noch so kleine Gläschen ab. Seht ihr das? Ich finde es nämlich immer ganz niedlich, wenn jeder Gast seine eigenen Dips in so Gläschen hat. Das sieht nämlich voll schön aus. Und deswegen fülle ich die jetzt mal in die Gläschen um. Und dann stelle ich die bei uns dann auf den Teller. Das zeige ich euch jetzt mal noch kurz. So, oh, jetzt habe ich gekleckert. So, also einmal unseren Eiwa-Dip. Und dann nehme ich noch unseren Guacamole-Dip. So, prima. So, also die habe ich jetzt so in so süße Gläschen. Das sieht voll nett aus. Dann hole ich, oh, ich habe gar keinen Teller vorbereitet. Ich hole noch einen Teller. So, und dann zeige ich euch mal, wie ich das meinen Gästen serviere. Das sieht nämlich dann voll niedlich aus. Also, ich mache hier so diese 2 Dips hier rauf und nehme dann die Wraps dazu. So.
So, und ich finde, seht ihr das? Warte, ich zeige mal so, ob ihr das seht. Ich finde, das sieht, den machen wir noch weg. Das sieht voll lecker und voll appetitlich aus. Also da werden sich die Gäste wirklich freuen, wenn die sowas zu essen bekommen. Wer will, kann natürlich auch gerne noch Kresse rüber machen. Also das ist auch super. Jetzt haben wir einen haben wir noch, den machen wir noch fertig. Machst du den? Du darfst den noch fertig machen, Tizian, wenn du willst. Nee, dann mach ich den. Du kannst ja mit Frischkäse machen. Wer jetzt Lust bekommen hat, also wir sind ja jetzt mit unseren Wraps schon fast fertig, wer jetzt Lust bekommen hat, noch mehr mit mir gemeinsam zu kochen, den empfehle ich unseren oder meinen Kochkurs. Also ich habe ja auch so einen 10-Lektionen-Kochkurs, der ist zwar nicht live, aber so als Video und den könnt ihr so oft anschauen, wie ihr wollt. Und letztes Mal habe ich euch gezeigt, was wir im Backkurs machen und heute zeige ich euch, was wir alles lernen, wenn ihr meinen Kochkurs besucht. Und zwar, jetzt suche ich mal, ich habe da extra so einen Ordner, seht ihr das? Da habe ich dann immer alle Rezepte drinnen, das ist so mein Rezepteordner. Und den zeige ich euch jetzt, dass ihr mal seht, was ihr bei mir im Kochkurs alles lernt. Also guckt mal, wenn ihr bei mir so einen Kochkurs macht, dann lernt ihr zum Beispiel so Regenbogenmuffins zu kochen. Ihr lernt Knuspernuggets zu kochen. Ihr lernt zum Beispiel die weltbesten Burger zu machen. Und das schaffen alles die Kinder alleine. Spaghetti lernen wir zu kochen. Dann könnt ihr noch Pfannkuchen lernen wir, und zwar süße und herzhafte. Das macht immer der Tizian, das sieht man dann auch immer in unserem Video. Der macht das nämlich schon ganz klasse. Und wir machen Drumsticks, das sind so Hähnchenkeulen. Das könnt ihr lernen bei mir im Kochkurs. Dann lernen die Kinder noch eine Asiapfanne, das ist auch voll lecker, so eine Asiapfanne zu kochen. Eine Quiche Lorraine, das ist sowas Französisches. Ihr lernt einen Kirschmichel, das ist so ein ganz traditionelles Gericht aus unserer Familie. Wir sind schon fertig. Antonia und Florian sind fertig. Antonia und Florian sind fertig. Super, Florian, ich erzähle nur noch kurz, dass ihr sogar lernt, wie man einen Lachs mit Kräutermütze kocht. Also das sind die ganzen Rezepte aus meinem Kochkurs und es sind noch ein paar andere Rezepte dabei. Das könnt ihr dann selber nachgucken. Wer Lust hat, von mir so einen Kochkurs zu buchen, der hat heute noch, ich glaube, das läuft noch bis heute Mitternacht, die Gelegenheit, den Kochkurs anstatt für 59 Euro, für 49 Euro zu buchen. Allerdings gilt es nur noch heute, denn der Gutscheincode heißt Valentin. Das ist nämlich noch von letzter Woche übrig, vom Valentinstag. Also ich, wer sowieso mal Lust hat, mit mir zu kochen, den empfehle ich, das heute zu buchen, denn da gilt der Gutscheincode noch. So, jetzt bin ich, wir sind eigentlich fertig. Also, ich finde, also bei uns sieht es echt, also gut, hier sieht es ein bisschen aus, da müssen wir jetzt dann aufräumen und ihr müsst mir versprechen, dass ihr bei euch zu Hause auch ein bisschen aufräumt, damit uns Mama und Papa nächstes Mal wieder in die Küche lassen und dass ich nicht so viel Schimpfen bekomme. Wenn euch mein Kochkurs gefallen hat, dann würde ich, Tizian nascht noch, dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet. Nächste Woche, da ist nämlich wieder am Sonntag um 15 Uhr Backkurs. Und nächste Woche, da backen wir was ganz Tolles. Ich zeige es euch mal kurz. Nächste Woche backen wir so Frühlingsmuffins. Seht ihr das? Das ist voll nett. Also es sind so Muffins aus Schoko oder Vanille. Und die backen wir und machen dann aus Fondant oder Fondant, machen wir dann so lustige so Tierchen dann auf unsere Muffins rauf. Also das wird sicherlich ganz lustig. Also wer Lust hat, kann nächste Woche gerne wieder mit mir backen. Ich würde mich auch wieder freuen, wenn ihr meine Beiträge teilt, wenn ihr bei Google mir eine Bewertung gibt oder bei Facebook eine Bewertung gibt oder ganz vielen Kindern von meinem Kochkurs erzählt, damit wir wieder ganz viele Kinder sind, die im Lockdown kochen. Denn solange der Lockdown andauert, habe ich ja versprochen, kochen und backen wir alle zusammen immer sonntags gratis auf Facebook. Ich sage für heute jetzt mal Tschüss. Wir richten jetzt dann unseren Tisch schön her und dekorieren unseren Tisch und machen ein schönes, gemütliches Familienessen. Das wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Und vielleicht schickt ihr mir wieder Bilder von euren Kunstwerken. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, sagen der Tizian und ich. Auf Wiedersehen und tschüss. 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 Das kann schon mal passieren.